Einen schönen guten Abend, liebe Motorsportfreunde, und ein herzliches Willkommen aus den schottischen Lowlands. Wir sind hier in der Nähe von Stirling in Loch Drummond und man hört es vielleicht schon ein bisschen. Der schottische Herbst hat mich zumindest ein bisschen mitgenommen und deshalb bitte ich hier an der Stelle meine etwas raue Stimme am heutigen Tage zu entschuldigen, aber wir werden das Ganze trotzdem durchziehen. Wir sind hier auf einer fiktionalen Strecke, also eine Strecke, die es in der Wirklichkeit nicht gibt, obwohl der Bauer sich da eine ziemlich schöne Geschichte ausgedacht hat. Loch Drummond heißt sie und ist ein sehr langsames Geläuf. Und vor allem das ganz große Thema heute, das ist das Wetter. Also hier der schottische Herbst, der schlägt schon richtig zu und es hat mächtig geregnet hier in den Freien Tinseln. Es wird auch heute eine ganz, ganz regnerische Angelegenheit werden. Ja, das ist ein Blick in den derzeitigen Stand in der Meisterschaft nach zwei gefahrenen Rennen ohne Berücksichtigung des Streichresultats. Marco Sauber hat dort die Nase momentan vorne mit 110 Punkten vor Jonas Steffens mit 99 und dann Rocco Rost. Wir haben diese Tabelle jetzt hier einmal genommen, da jetzt nach zwei gefahrenen Rennen den Streicher einzubeziehen nicht viel Sinn macht. Wir haben die Tabelle aber gleich auch nochmal. Das also ist derzeit hier der Stand ohne Streicher und da hat sich also der Marco Sauber bislang am besten aus der Affäre gezogen. Wir sehen dahinter also alles relativ dicht beisammen, Tim Neuendorf, Markus Bühlauf. Und auch Kühlstädter da noch mit einem gewissen Anschluss. Ja, und die wichtige Wertung ist eigentlich diese hier. Wenn man dann mal den Streicher mit reinrechnet, da zeigt sich das Ganze dann schon ein bisschen anders. Ich kann jetzt ehrlich gesagt das Ganze so allerdings nicht lesen, weil, man muss sich das vorstellen, das ist bei mir ein bisschen verpixelter als bei Ihnen im Stream. Und bei mir sind die Zahlen leider nicht lesbar. Also deshalb hier einmal die Gelegenheit, jetzt das Ganze manuell nachzulesen. Die Meisterschaft natürlich jetzt nach zwei gefahrenen Läufen noch nicht von so großer Bedeutung. Da werden natürlich dann später die Augen drauf gerichtet. Im Moment heißt es also schön, immer wieder Punkte einsacken und sich erst einmal einen Batzen ansparen. Und dann so nach dem fünften Wochenende ungefähr, da kann man dann mal drauf schauen, 9 Wochenenden umfasst diese Meisterschaft ja, also sprich 18 Einzelläufe, die gefahren werden. Ja, damit also haben wir hier eigentlich jetzt alles schon theoretisch mal aufgeklärt und wir gehen gleich dann rein ins Geschehen. Das ist jetzt heute ja so ein bisschen das Rätselraten, wann man rausfahren soll, weil die Bedingungen, die können sich hier nämlich nicht ändern. Und das ganz Entscheidende ist, dass erstmal mehrere Fahrer heute nur eine schnelle Runde im Qualifying fahren dürfen, weil sie in Assen die Track Limits nicht beachtet haben. Und das sind Tobi Schlottbohm, Göstetter, Adi Stettler, Raphael Stadelmann, Markus Frühhoff, Thomas Tempel und Christian Henge. Also das ist schon eine ganze Reihe von auch Top-Piloten, die davon betroffen ist. Und Raphael Stadelmann zum Beispiel hat seine einzige schnelle Runde jetzt bereits absolviert. Der ist also jetzt hier mit dieser 1:26.750 erst einmal an der Spitze und wird sich da jetzt auch von dieser Zeit aus nicht mehr verbessern können, denn das war seine einzige Runde, die er fahren durfte. Er wird jetzt noch zurück an die Box fahren. Ja, Loch Drummond sicherlich den wenigsten jetzt bekannt. Wir fahren hier einfach mal eine Runde mit. Ich muss sogar sagen, dass das eine der Strecken ist, die selbst ich noch nicht gefahren habe und ich habe schon einige Sim-Racing gefahren. Also wir fahren jetzt hier mal mit. Es ist eine ganze Reihe von Rechtskurven, die hier im ersten Sektor bestimmt, nach der ersten Kehre. Und dann geht es hier jetzt in eine Linkskurve rein. Das nächste ist dann schon die entscheidende Stelle auf dieser Strecke, nämlich eine Schikane. So eine leichte Kompression am Eingang und jetzt Achtung, hier über eine Kuppe hinweg und da rutscht man ganz schnell mal neben die Strecke. Also an der Stelle heißt es höllisch aufpassen. So, und jetzt haben wir eigentlich den wichtigen Teil, also diesen Nervenkitzel haben wir jetzt schon hinter uns. Jetzt geht es hier durch eine 180 Grad Rechtskurve, die ein bisschen den Berg runter geht. Eine kurze Gerade. Und dann nochmal 180 Grad links herum und dann nochmal eine ganze Reihe Rechtskurven, die zurückführt auf Start und Ziel. Man sieht hier schon, das ist eine eher langsame Strecke, auf der wir unterwegs sind, sehr technisch das Ganze. Ja, und Jonas Steffens, der geht jetzt in die letzte Kurve hinein. Eine Doppelkurve, die dann zurück auf Start und Ziel führt. Ja, und diese ganz vielen Rechtskurven, die bestimmen eigentlich diese Strecke hier. Der vordere linke Reifen ist sehr belastet,
So, und jetzt hier nochmal zum Mitfahren die erste Kurve. Da geht es durch so einen kleinen Rechtsknick und jetzt in eine ziemlich scharfe Linkskurve. So, die sehen wir hier, da kommt die Boxenausfahrt und dann geht es jetzt rein in diesen ganzen Reigen von Rechtskurven. Das hört überhaupt nicht mehr auf. So, und das sind 4 bis 5 Stück, die man hier durchfährt. Und dann landet man hier irgendwann vor der nächsten Linkskurve. Trägt sich relativ schnell ein, die Strecke ist nicht allzu lang, sie hat nur 3,17 Kilometer, ist also sehr kurz und wie gesagt niedrige Durchschnittsgeschwindigkeit. So, und wie ich das so sehe, hat der Raphael Stadelmann den besten Riecher gehabt, denn es ist jetzt von der Bewölkung her doch etwas näher geworden. Also wir sehen, dass das jetzt nicht mehr ganz so blau ist, wie das vorhin der Fall gewesen ist. Und es regnet auch, ja, man sieht das jetzt hier im Vordergrund, es regnet im Moment ganz schön. Ja, wir werden sehen, was das Ganze da wert ist. 1:26.750 ist jetzt zumindest einmal die Spitze. So, wer hat denn alles gewartet? Jetzt schauen wir mal. Göstädter ist jetzt hier unter seinem vollen Namen Gottfried unterwegs. Der hat seine Runde noch nicht gefahren, ebenso wie Adi. Hat Tobias Schlottbohm schon zugeschlagen? Nein, der steht auch noch an der Box. Markus Fürauf ist wohl gar nicht auf dem Server, wenn ich das hier sehe, während wir hier gerade einen Dreher von Thomas Tempel sehen. Und der hat ja auch nur eine schnelle Runde, aber der ist im Moment noch auf seiner Outlap unterwegs. Also da macht das jetzt noch nicht so viel. So, Marco Blech, der hat heute eine Durchfahrtsstrafe. Ist damit aber noch besser weggekommen als Axel Dorner. Der hat nämlich 2 Durchfahrtsstrafen. Der hat nämlich beide Rennen nicht mit einer Inlap beendet und hatte dadurch einen Vorteil, was den Sprit angeht, vor allem beim Nachtanken bei der Boxenstandzeit. Und da wird ziemlich rigoros diese Saison durchgegriffen. Marco Blech dreht sich jetzt hier auch gerade mal weg. Man sieht, wie schnell das hier geht. Ja, momentan also Raphael Stadelmann diese eine Runde richtig gut hinbekommen. Jonas Steffens dann auf der zweiten Position, der amtierende Meister mit 71.000 den Rückstand. Gerade ein befriedigendes Assen, ja, ich sage jetzt mal Wochenende, eher ein Rennabend für ihn. Also der will heute natürlich hier mal zurückschlagen. Marco Sauke dann schon mit 6/10 Rückstand auf der dritten Position. Rocco Rost auf der 4. Er hat in Assen ganz schön von sich reden gemacht. Von dem werden wir sicherlich noch einiges hören in dieser Saison. Im Neuendorf dann auf der 5. Position, aber jetzt mit einer absoluten Bestzeit. 1,1 Sekunden schneller als Stadelmann. Die Strecke scheint also allem Regen zum Trotz nochmal etwas schneller geworden zu sein. Man sieht das, dass die Fahrzeuge keine Gischt mehr hinter sich herziehen. Also die Strecke ist schneller geworden und das sieht so aus, als würde Tim Neuendorf das Ganze jetzt hier ausnutzen. Jawohl, 1:25.761, eine überlegene Bestzeit mit 1 Sekunde Vorsprung. Man muss dazu sagen, diese Werte hier, die beziehen sich immer auf die persönliche Bestzeit. Also er war jetzt 1,7 schneller als seine beste Runde, aber nur in Anführungszeichen jetzt wirklich mal gesetzt 0,990 schneller als Raphael Stadelmann. Das ist also schon mal eine ganze Menge und da es jetzt gut geht, denke ich mal, wird die Strecke sich jetzt relativ schnell füllen. Marco Saupe hier im Bild. Allerdings stoppen gerade keine Sektorzeiten mit, das heißt, das ist eine Outlap. Rocco Rost, der kann keine Verbesserungen hier vorweisen. Das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen die Frage, auf welchen Reifen man hier unterwegs ist. Martin Neuendorf, der hat also mit der Runde jetzt mal ordentlich einen vorgelegt. So, schauen wir nochmal. Wir müssen immer wieder dann mal schauen, ob die jetzt hier rausfahren. Nein, noch bleiben die alle drin. Thomas Tempel ist wieder reingefahren. So, Neuendorf hat Rückstand, 3/10. Der Marco Sauke, der wird jetzt, wo es in die Hälfte des Qualifyings geht, darum beten, dass jetzt die Bedingungen nicht schlechter werden auf seiner schnellen Runde. Es hält sich jetzt allerdings relativ konstant. Also die Ideallinie ist ein kleines bisschen vom Wasser befreit worden. Und der Regen, der jetzt von oben runterkommt, ist nicht stark genug, um die wieder zu bewässern. Jetzt also Marco Sauper auf einer schnellen Runde und ich denke mal, da kann das dann jetzt schon in Richtung der Zeit von Tim Neuendorf gehen. Ah, kommt da ein bisschen sehr weit raus. Jetzt diese ganze Reihe Rechtskurven können größtenteils vollgefahren werden. Aber hier heißt es dann rechts bleiben für diese Linkskurve.
Oh nein, da hat er gewaltig Rückstand. Da hat das wohl mehr gekostet, als wir gedacht hatten. Aber auch Okurost jetzt 7 Zehntel. Jetzt ist wohl doch das passiert, wo ich gerade noch gesagt habe, wo der Marco Saupe nicht für gebetet hat. Der Regen ist stärker geworden. Man sieht es jetzt auch mit dem bloßen Auge, dass es mehr Regentropfen sind. Und prompt wird die Strecke wieder langsamer. Das heißt also, Tim Neundorf hat da wohl den perfekten Zeitpunkt erwischt. Ja, auch Jonas Steffens, wir sehen jetzt, wie der die Gischt jetzt wieder hinter sich herzieht. Also, der Regen hat gewaltig zugelegt und das ist jetzt natürlich ganz schlecht für alle diejenigen, die jetzt noch da hinten an der Box stehen, die nur eine schnelle Runde fahren dürfen. Die haben nämlich dann jetzt wahrscheinlich schon den besten Zeitpunkt verpasst. So, aber Neundorf, ja, denkst du nochmal, 9000stel, kann er noch was abfeilen von dieser Zeit? Nein, in dieser Runde wird auch er im letzten Sektor langsamer. Ui, jetzt geht's weg. So, das dürfte sich jetzt erledigt haben. Man muss höllisch aufpassen mit den Reifen, habe ich mir sagen lassen. Wenn man sich dreht, dann verschleißen die Regenreifen unheimlich in R-Faktor 2. Da gibt es wohl mit dem Reifenmodell noch an der Stelle eine Schwachstelle. Das sollte einem im Rennen nicht passieren. Denn es besteht die Möglichkeit, bei Regen ohne Boxenstopp durchzukommen. Und da wird es ganz kritisch mit den Reifen werden. So, Marco Saupe, da geht doch noch was. Jetzt sind es plötzlich wieder 3 Zehntel auf die persönliche Bestzeit. Ja, also so ganz kann man nach dem optischen Regen hier wohl nicht gehen. Sieht jetzt sogar so aus, als wäre die Strecke momentan relativ konstant. Oh, jetzt rutscht er aber raus. Das hat definitiv Zeit gekostet, Marco Saupe. Also da denke ich mal, wird es gelaufen sein für diese Runde. Ja, da lässt er jetzt auch schon schnellere Leute vorbei. So, noch immer bleiben sie hier alle an der Box. Noch mal ein bisschen weiter nach hinten durch. Jeff Krämer sehen wir hier, der 18. Position, Peter Neuendorf. So, Andy Gratz, der kommt gerade an die Box. Henning Dorsch auf dem Server. Dann sehen wir Robert Worm. Dominik Fingerhut, momentan an der Box befindlich. Marco Blech haben wir gerade schon gesehen. Uwe Grunberg, der hat sein Karriereende angekündigt zum Ende dieser Saison. Und kaum hat er das gemacht, er hat das vor allem damit begründet, dass er sagte, es gibt keinen Fortschritt bei ihm zu verzeichnen, er kommt einfach nicht weiter nach vorne. Und kaum hat er das gesagt, steht er jetzt hier plötzlich auf der 11. Position im Moment. Das ist für ihn wirklich ein außerordentlich gutes Resultat im Moment. So, Edgar Steffens, in diesem markant bunten Design, auf der 10. Position. Kann natürlich noch weiter nach hinten gehen, wenn wir unsere Einrundenkandidaten da hinten mal loslegen. Mike Neumann, der Überraschungskandidat aus Assen, hat hier im Regen doch deutlich mehr zu kämpfen. Momentan ein Rückstand von 3,6 Sekunden auf den Spitzenreiter Neuendorf. Marc Brockmeier an der Box, sein Teamkollege. Jürgen Prinz, neuer Name für diese Saison. Hier momentan auf der 7. Position geführt mit einem Rückstand von 2,3 Sekunden. Stefan Erksi ist hier auf der 6. Position im Moment. Die Abstände sind wirklich gewaltig. Selbst der Sechstplatzierte hat 2 Sekunden Rückstand auf Tim Neuendorf. Also das streut hier gewaltig. Aber der Tim Neuendorf ist seinerseits auch nochmal 1 Sekunde auf den Zweiten. Also der muss hier irgendwie entweder die richtigen Streckenverhältnisse getroffen haben oder irgendwas mit den Reifen richtig gemacht haben. Rocco Rost nach wie vor auf der 5. Position. Davor dann Marco Saupe, der aktuelle Tabellenführer. Jonas Steffens auf der 3, Stadelmann, der darf ja nicht mehr auf der 2 und dann Tim Neuendorf an der Spitze. Adi Stettler und Tobi Schlottbohm sind jetzt rausgegangen. Also Schlottbohm, auf den müssen wir auf jeden Fall ein Auge haben. Der kann gut und gerne hier für die erste Startreihe in Frage kommen. Adi Stettler geht von den beiden jetzt zuerst auf die Reise. Hier kann man die Track Limits eigentlich kaum verletzen. Also ich denke mal, beim nächsten Qualifying
werden wir solche Thematiken gar nicht haben, weil hier gibt es schlicht und einfach gar keine Möglichkeit, neben die Strecke zu fahren und dabei einen Vorteil mitzunehmen. So, Tobi Schlottbohm. Jetzt vom Regen wieder etwas freundlicher aus, scheint wieder etwas weniger geworden zu sein. Aber ich habe sowieso das Gefühl, dass es relativ konstant bislang gewesen ist im Qualifying. Und damit mal los. Oh, da steht einer nicht gerade günstig. Also, Tobi Schlottbohm, einer der Kandidaten für die Pole Position, geht auf die Reise. Darf sich jetzt natürlich keinen Fehler erlauben in dieser Runde. So, jetzt zieht er auch keine Gischt hinter sich her, wie wir es vorhin bei Jonas Steffens gesehen haben. Also das war wohl wirklich nur ein kurzes Intermezzo von dem Regen und jetzt ist alles wieder, wie es vorhin mal gewesen ist. Also durchaus vergleichbare Bedingungen. So, 25,3 im ersten Sektor. Tim Neuendorf haben wir aber keine Sektorzeiten, die jetzt hier aussagekräftig wären, sondern dieses Tool, was ich hier habe, zeigt mir leider nur die letzte an und das ist eine 36 noch was. Der kam also aus der Box. Können wir jetzt nicht direkt miteinander vergleichen. Rotpunkt zweiter Sektor. Bislang ist das eine grundsolide Runde hier. Adi Stettler hat sich auf Platz 16 einsortiert. Der hatte keine gute Runde. So, 1:25.761 gilt es zu schlagen. Schlottbohm jetzt in den letzten Rechtskurven. Das sieht von der Zeit her gar nicht mal übel aus. Also jetzt nochmal durchbeschleunigen und das könnte durchaus knapp werden mit der Zeit da vorne. Ja, die Pole wird es nicht, aber die Ziellinie ist doch noch ein ganzes Stück weg. Vierte Position für Tobi Schlottbohm. Da kam die Ziellinie etwas später, als ich das jetzt erwartet hätte. Aber ich denke mal, damit kann er leben. Oder warten, was das wert ist. Da kommen ja noch ein paar. Und natürlich können auch einige dahinter immer noch nachlegen. So, Stettler ist jetzt unterwegs. Aber noch eine Outlap. Der Spitze haben wir jetzt schon einige Zeit lang keine Verbesserung mehr gesehen. Marco Saupe ist jetzt aus der zweiten Startreihe rausgeworfen worden. Also der hat jetzt vielleicht dann noch den Willen, diese halbe Zehnte zu finden auf Tobi Schlottbohm, sich den vierten Platz zurückzuholen. Auch Rocco Rost würde ich hier noch nicht rausrechnen. Der hat nämlich auch nur 1,5 Zehntel Rückstand auf den viertplatzierten Schlottbohm. Also da ist noch einiges möglich. Glaube keine Verbesserung in diesem ersten Sektor. Aber der ist damit immer noch relativ gut dran. Also 71.000. Oh, jetzt hat er mal einen Fehler drin. So, und das ist jetzt die vorletzte Runde, die er gehabt hätte. Oh, aber trotzdem nur 30.000. Ja, da geht vielleicht doch noch was. Jetzt aber erst einmal gerade zu Göstettler. Der muss jetzt auf seiner schnellen Runde gerade unterwegs sein. Da haben wir ihn. War jetzt gut durch die ersten Kurven durchgekommen. So, dann schauen wir noch mal zu Marco Saupe. Ist jetzt rüber über die Linie, hat sich aber nicht verbessert in dieser Runde. Bleibt da also erst einmal auf dem fünften Platz. Gerade eben hatte die Direktwahl funktioniert, jetzt funktioniert sie wieder nicht. Gehen wir hier drauf, Göstettler. Erster Sektor 26,0, war etwas langsamer als das, was wir von Schlottbohm gesehen haben. Zweiter 54,5. Schlottbohm, glaube ich, bei irgendwas mit 53. Also die Runde ist etwas langsamer als die, die wir gerade von Tobi Schlottbohm gesehen haben.
Weil der Mr. Qualifying in den ersten Rennen hat ja einen unglaublichen Pulk im ersten Rennen beim in Assen hinter sich gehalten. So, jetzt sehe ich sogar sowas wie eine trockene Linie sich da gerade bilden. Hier sehen wir sie jetzt nicht von der Onboard-Kamera. Aber mit nur einer schnellen Runde ist das natürlich schon eine ganz andere Geschichte. 10. Position, das ist dann natürlich auch immer so eine Typfrage. Also es gibt da diejenigen, die können direkt zack mit der ersten Runde einen raushauen. Wie etwa ein Jorge Lorenzo in der MotoGP. Und dann gibt es halt die, die sich erstmal eingrooven müssen. Und die sind natürlich von dieser Strafe, dass man nur eine schnelle Runde hat, deutlich stärker betroffen als andere, die sich schneller einstellen können. Und Marco Sauber hat es noch geschafft, ist bis auf die 3. Position nach vorne gefahren. Hat sich also auch noch vor Jonas Steffens gesetzt. Das heißt also neue Reihenfolge, Neuendorf, Stadelmann, Saupe. Ja, und das dürfte dann die Startreihenfolge sein. So wird es dann hier gleich in das Rennen reingehen. 1 Sekunde der Vorsprung von Tim Neuendorf, also das ist wirklich überlegen. Sollte der gleich im Rennen so weitermachen, kann das aber eine ganz schön einsame Angelegenheit werden. Der beim ersten Lauf in Croft einen ziemlich dominanten Sieg im zweiten Rennen eingefahren. Und so dominant sieht das jetzt hier in den Qualifying auch schon wieder aus. Also müssen sich da etwa welche Sorgen machen. Wir werden das Ganze sehen. War es also jetzt hier erst einmal vom Qualifying. Wir machen einmal kurz einen Werbetrailer und kommen dann gleich zurück mit dem Warm-up und dem Rennen. So, und damit melden wir uns mit dem Warm-up zurück. Noch immer Regen, nasse Strecke. Tim Neuendorf hat gerade einen Start geübt. Da kommt natürlich jetzt hier viel Bedeutung zu, wenn man so wenig Grip hat. Da muss man natürlich dann höllisch aufpassen.
einem dann nicht die Räder vollkommen durchdrehen. Die erste Bremsprung ist natürlich dann auch nochmal eine sehr delikate Angelegenheit hier. Kalten Bremsen und ohne dass man jetzt irgendwie das da jemals einen Anhaltspunkt für gehabt hätte, da will er natürlich geübt sein. Und deshalb machen das jetzt hier viele nochmal neben einen Start. Also machen einen Start, um dann diesen ersten Bremspunkt vor allem zu üben, aber natürlich auch das Losfahren. Von dem Mann sehen wir jetzt etwas mehr, Raphael Stadelmann. Er ist gerade im Qualifying. Er ist hier gerade hinter Marco Blech. Ui. So, da muss Blech jetzt gerade mal klein beigeben. So, jetzt suchen wir uns hier mal diese Heckflügelkamera raus. So, Stadelmann jetzt auch mit einem Startversuch. Naja, der war, also sagen wir mal, ein bisschen Wheelspin hat er gehabt, aber ansonsten war das okay. Lieber etwas zu viel Wheelspin als ein komplettes Absacken der Drehzahl. So, hier haben wir Daniele Bonaventura, den haben wir heute noch nicht im Bild gehabt. So, das ist die Kamera, die wir gesucht haben. Bona, der normalerweise lange im Qualifying mal drin bleibt und immer nur die letzten paar Minuten fährt. Wir sehen, er zieht gerade Spuren, wirft aber keine Gischt. Das ist immer so ein ganz guter Indikator und er macht gerade genau diesen Fehler, den ich vorhin bei der Streckenvorstellung mal angesprochen habe. Also das ist so ziemlich der beliebteste. Ich glaube, den Rasen, den können die nach diesem Rennabend erstmal neu machen. Und jetzt hat einer das Licht ausgeschaltet. Also das heißt, dass sich da wohl gerade der Himmel etwas mehr zugezogen hat. Ja, in die Richtung sieht er ziemlich blau noch aus, aber in die andere etwas schlechter. Natürlich jetzt für manche Neuland hier dieses R-Faktor 2 Wetter und auch das Verhalten der Regenreifen. Und das wurde von einigen schon ziemlich kritisiert im Vorfeld. Auf keinen Fall. Uai, Bonaventura. Also die reagieren wohl noch schlimmer auf solche Sachen hier, auf Rutschen, auf Blockieren, auf Driften, als die Trockenreifen es bei trockener Strecke tun. Deshalb muss man also wirklich das Sliden auf ein Minimum reduzieren. Man kann aber hier bei Nässe ohne Boxenstopp durchfahren. Da spekulieren dann wahrscheinlich derzeit einige drauf. Weil da würde man doch einiges an Zeit mitsparen. Ja, wie kann man Sprit am besten sparen? Am effektivsten mit Lift and Coast. Klar, man kann auch Shortshifting betreiben, also nicht ganz die Dinge ausdrehen, aber am effizientesten ist Lift and Coast, also sprich vor dem Ende der Geraden vom Gas gehen und dann einfach ein paar hundert Meter das Auto rollen lassen. Das spart Sprit ohne Ende. So, jetzt haben wir Gelb in allen drei Sektoren. Allerdings ist dieses automatische Gelb auch immer sehr schnell. Also da braucht nur mal einer mit zwei Rädern neben der Strecke sein, dann kommt da schon Gelb raus. Raphael Stadelmann momentan an der Spitze mit einer 1:27.185. Allerdings sind auch diese Zeiten hier momentan nicht so wirklich aussagekräftig. Im Neuendorf damit 16 Sekunden Rückstand auf Platz 12. Da darf man nicht zu viel geben auf die Zeiten aus dem Warm-Up. Die da vorne, die dürften durchaus was aussagen. Und sag mal hier diese ersten drei Plätze, da kann man schon sagen, ja, okay, die haben wirklich mit Anlauf eine Runde durchgezogen und das wird dem Marco Sauper nicht so wirklich gefallen, dass da sein Landsmann Stadelmann momentan 6 Zehntel schneller ist als er.
Bitte an der Box, Auto kommt auch gerade rein. Auf Andy Gratz. Derzeit die besten Zeit. Also worauf kommt das jetzt hier an auf dieser Strecke? Vor allem auf Corner Speed. Man wird hier mit absolut maximalem Abtrieb fahren. Ganz wichtig, keine Fehler machen. Das ist hier wirklich leichter gesagt als getan. Weil bei diesem Regen, da geht es wirklich ganz, ganz schnell. Und dann natürlich ein wirkliches Händchen für Reifenwahl haben. Das ist auch noch die Frage. Was zum Beispiel tun, wenn sie jetzt gleich in das Rennen geht und die Strecke trocken ist? Wir wissen, wir haben 70% Regenwahrscheinlichkeit. Also das kann durchaus recht interessant hier werden. So, da kommen sie auch schon wieder quer angeflogen. Dort oben geht gerade einen nach vorn. Robert Worm kämpft da auch mit Untersteuern, versucht auch mal eine Regenlinie. Allerdings ist die Regenlinie im Simracing auch bei R-Faktor 2 noch nicht so wirklich angekommen. Also sprich, dass man da ganz gerne mal ganz außen auf der Strecke fährt, weil da das Wasser als erstes abfließt. Das lohnt sich hier nicht. Das ist sicherlich eines der am schwierigsten überhaupt zu simulierenden Phänomene. Deshalb fährt man hier eigentlich die Linie, die man normalerweise auch im Trockenen fährt. Wenn man das in der Realität sehr öfters bleiben lässt. So, letzten Sekunden laufen runter. Und dann gehen wir jetzt gleich in den ersten der zwei Läufe, die heute ausstehen. Selbes Reglement, wie immer, 40 Minuten die Fahrzeit. Man muss nicht an die Box kommen. Die meisten werden es wahrscheinlich tun, aber man kann hier tatsächlich, wenn es stark genug regnet, auch versuchen, ohne Boxenstopp durchzufahren. Also, schwarz-weiß kariertes Tuch ist draußen und damit warten wir jetzt darauf, dass es hier Startaufstellung geht. Dann werden wir hier in Sterling den ersten Lauf eröffnen. Wir sind gespannt. Bedingungen sind. Das ist jetzt natürlich die spannendste Frage, die sich hier stellen wird, wenn es jetzt gleich losgeht. So. Dann optisch erstmal kein Regen. Die Strecke sieht allerdings nicht wirklich trocken aus. So, dann geht es jetzt gleich erst einmal in eine Einführungsrunde. Team Neuendorf als Pole-Sitter. So, jetzt müssen sie relativ schnell kommen. Da hinten so auf dem 5., 6. Platz fehlt uns noch einer. So, jetzt sind sie alle da. Und damit geht es los. Pole Position also für Tim Neuendorf in seinem pinken Renault Megane. Auf der zweiten Position Raphael Stadelmann. Zweite Startreihe dann Marco Saupe und Jonas Steffens. Der Meister und Vizemeister hier nebeneinander in der zweiten Reihe. Dann Tobi Schlottbohm, fünfte Position und Rocco Rost auf 6. Siebte Position Stefan Neumann, Mike Neumann und neben ihm in der vierten Startreihe Stefan Erksmeier. Neunte Position ist Jürgen Prinz und die Top 10 vervollständigt Marc Brockmeier. Löstädtler muss von der 11. Position aus in dieses Rennen starten, Edgar Steffens neben ihm in Startreihe 6. Dann Uwe Grunenberg auf der 13. Position und Dominik Fingerhut auf 14. 15. Peter Neuendorf und die 8. Reihe komplettiert dann neben ihm Robert Worm. Nein, sorry, da sind wir irgendwie verrutscht. Marco Blech auf der 15. Position und Peter Neuendorf, das ist die 8. Startreihe. Und Robert Worm dann auf der 17. Position. Der ist hier gerade im Vordergrund durchgefahren.
Warten wir einmal auf den Kameraumschnitt, damit jetzt diejenigen wissen, die da etwas den Überblick verloren haben, auf wen wir drauf sind. Das ist Robert Worm und Henning Grosch in der 9. Startreihe. Adi Stettler hatte nur eine schnelle Runde im Qualifying und die ist nicht nach Wunsch verlaufen. 19. Position und Andreas Kratz auf der 20. Dabona startet von der 21. Position, Ralf Krämer von 22. Thomas Tempel, 23. Startplatz und Axel Dorner komplettiert das Feld. Der wird gleich zur Durchfahrtsstrafe antreten müssen, ebenso wie Marco Blech. Das also Startaufstellung für Lauf 1. Warm-up-Lap ist so gut wie im Kasten. Fahrzeuge ziehen momentan nicht einmal Spuren. Gut, jetzt tut das, aber gerade in der Kurve hat das nicht getan. Ich würde jetzt sagen, es ist nicht allzu nass, aber mittlerweile fallen auch ein paar Regentropfen. So, damit stellen sich die Fahrzeuge auf. Damit. So, Axel Dorner aufstellen. Damit ist also angerichtet jetzt bei ordentlich Wind, wie man dort sieht. Fünfter Einzellauf des Renault Mégane Cup bei Virtual Racing e.V. Wir warten darauf, dass oben der Countdown kommt. Noch ist er nicht da. 40 Minuten Rennaction. Das dauert mir jetzt abenteuerlich lang. Was ist denn hier los? Steht da etwa einer nicht richtig in der Startaufstellung? Jetzt kommt der Countdown, also enorm langes Warten, aber es geht los. Fünfter Lauf des Renault Mégane Cup ist eröffnet. Erste Startreihe kommt gut weg, aber Markus Saupe kommt noch besser weg. Hat einen außerordentlich guten Start und könnte direkt an Raphael Stadelmann vorbeigehen. Neuendorf hat die Spitze. Saupe muss dann auch wieder zurückstecken, bleibt auf der dritten Position. Keine Positionsveränderung, zumindest mal auf den ersten drei Plätzen. Dahinter versucht dann Schlottbum sich hier am Meister. Aber auf der Außenbahn wird er jetzt verhungern. Da geht es jetzt so oft rechts herum, dass er sich hinter Steffens einsortieren muss. Und Mike Neumann hat einen exzellenten Start gehabt und ist bis auf die sechste Position gegangen. Also Stadelmann, Saupe, Steffens, Schlottbohm, Neumann, Erxi und Rost. Das ist jetzt mal das Feld, so wie es jetzt hier sich gerade reinstürzt. So, etwas weiter hinten. Schauen wir mal, ob wir hier ein verloren haben oder ob wir dann Startcrash gehabt haben. Da einer enorm weit zurückgefallen. Und Henning Grosch hat es wohl erwischt und mit ihm auch Peter Neuendorf. Peter Neuendorf ist irgendwie mittendrin, wird aber gerade nicht so richtig gewertet. Also was auch immer das ist, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Jetzt ist er auf der 14. Position, der ist wohl auf dem ersten Sektor nicht erfasst worden. So, und somit kommen wir jetzt in Richtung Ende erste Runde. Ich versuche mal gerade hier herauszufinden, was da eventuell mit Henning Grosch passiert ist. Aber so richtig kann ich das nicht erkennen, weil sich die Meldungen hier einfach so schnell überschlagen. Schönes Duell jetzt hier. Daniele Bonaventura greift da gerade nach Peter Neuendorf und geht da mit dem überlegenen Topspeed gerade vorbei auf die 13. Position. So, und damit springen wir jetzt nochmal an die Spitze und schauen uns an, wie es dort auf den ersten Plätzen aussieht. Also Neuendorf und Stadelmann stürmen vorne davon. Saupe hat als Dritter dann einen kleinen Abstand und dahinter haben wir dann erstmal einen mächtigen Abriss. So, das war Stadelmann, der da gerade durch die Auslaufzone geht. Mike Neumann hat richtig Plätze gut gemacht, ist vorbei an Jonas Steffens und an Tobi Schlottbohm. Oh, haben wir hier eventuell unterschiedliche Reifen gerade? Das sieht mir fast so aus. Wir versuchen mal gerade hier was zu diese Sache noch mal reinzukriegen. So, ob wir hier jetzt sehen, was da passiert ist. Oh, da geht's schon rund um Tobi Schlottbohm, aber da ist Neumann schon vorbei gewesen. Da müssen wir doch mal hier dieses der VR nicht so ganz beliebte Spulen nutzen. Aha, da haben wir das. Da hat Steffens einen Fehler gemacht, ist da weggerutscht und oh, ist richtig eingeschlagen. Jonas Steffens, der amtierende Meister. Und im selben Atemzug muss sich Tobi Schlottbohm so erschreckt haben,
Ah, der ist auch quer geschlagen, hat fast denselben Fehler gemacht. Und da hat sich dann tatsächlich der Mike Neumann zwei Plätze auf einmal geschnappt. Also großes Kompliment an Mike Neumann. Ja, und der fährt auch weg. Das wundert mich jetzt nicht, weil der Jonas Steffens, der wird jetzt massiven Schaden haben an seinem Renault Megane. Weil der Einschlag gerade, der war wirklich nicht ohne. Wird aber trotzdem gerade 18. schneller im ersten Sektor seine persönliche Bestzeit. So schlimm kann es also nicht sein. Aber das war ein ordentlicher Einschlag. Da hat er ganz schön eingeplankt. So, dahinter dann Schlotboom. Dessen Auto sollte in Ordnung sein. Der hat sich hier nur fast auf dieselbe Art und Weise weggedreht, konnte das aber abfangen. Und Jürgen Prinz momentan, dem muss man wirklich mal ein Kompliment hier aussprechen, auf der 7. Position. Etwas der Verlierer der Startphase, Rocco Rost, der ist zurückgegangen auf den 8. Platz. Dann haben wir da noch Marc Brockmeier dran und Gö Stettler auf der 10. Position. Man hat aber keinen Zug hinter sich. Da kann er sich ein bisschen drauf konzentrieren, vielleicht nach vorne was auszurichten. Jetzt muss Sauber einen Fehler gemacht haben, hat jetzt 3 Sekunden Rückstand auf Stadelmann. Und Neumann kommt jetzt auch an ihn heran, an den Tabellenführer. Also, wenn es im Quali mal nicht läuft, dann aber zumindest im Rennen. Mike Neumann hat eine bärenstarke Anfangsphase hier. Und nimmt da den Marco Saupe jetzt richtig ins Visier. Aber wir gehen etwas weiter nach hinten, da ist es nämlich noch enger. Das ist ein Kampf hier zwischen Adi Stettler und Peter Neuendorf. Und Rocco Rust fällt gerade noch weiter zurück. Er ist jetzt bis auf den 9. Platz. Da hat Gö Stettler gerade was gut gemacht. So, und wir haben wohl einen Dreher von Marc Brockmeier. Versuchen wir jetzt mal drauf zu kriegen. Ui, das war aber ein ganz schön wilder Ritt. Und der war zu dem Zeitpunkt auch in den Top 10 drin. Im selben Atemzug muss Gö Stettler dann auch vorbeigegangen sein an. So, da sehen wir das jetzt. Und ah ja, Rocco Rost ist davor abgeflogen. Der Rocco Rost ist unabhängig davon in derselben Kurve rausgegangen. Auf eine etwas andere Art und Weise. So, also, da haben sie dem Gö Stettler jetzt gerade die Plätze wie zu Weihnachten näher geschenkt. Und jetzt ist Tim Neuendorf bis auf den 4. Platz zurückgefallen. Tim Neuendorf hat massiv Positionen verloren. Er hat das ja hier angeführt. So, jetzt schauen wir mal da. Hinter ihm Stadelmann, der hat da etwas den Druck erhöht. Und dann kommt ihm hier das Heck rum und auch er plankt ein. Allerdings etwas sanfter als gerade Jonas Steffens. Und das ist jetzt natürlich schon eine ganz dicke Geschichte hier. Also, der dominante Mann ist jetzt hier vorbei. Ist jetzt hier zurückgefallen auf die 4. Position und vorbei ist gerade einer an Tobi Schlottbohm. Das sehen wir hier, Jürgen Prinz. Der hat sich da gerade mal den Sieger aus Assen gekrallt, der hier nicht so wirklich zurechtkommt. So, jetzt gehen wir mal wieder live drauf. Und sehen also Tim Neuendorf hier jetzt beim Versuch wieder Boden gut zu machen. Der Regen hat deutlich nachgelassen. Wir sehen nur noch ganz kurze Striche, die die Fahrzeuge hinter sich herziehen. Und im Moment kommt auch, glaube ich, nichts von oben nach. Das sind natürlich keine guten Nachrichten für die Reifen. So, naja gut, in der Kamera. Es gibt Kameras, da regnet es, und dann gibt es Kameras, an denen regnet es nicht. Also ich glaube, auf die optische Analyse kann man sich hier in R-Faktor 2 nicht wirklich verlassen. Stadelmann hat jetzt also einen Vorsprung von fast 4 Sekunden auf Sauper. Eine Sekunde dahinter Mike Neumann, der jetzt auf Rang 3 liegt. Aber der hat Tim Neuendorf hinter sich. Zweifellos schnellsten Mann hier nach dem Qualifying.
Aber das müssen wir jetzt natürlich auch durchbringen. Wir haben übrigens einen Ausfall und das ist Stefan Erksi. Der ist draußen. Das muss schon direkt in der Anfangsphase passiert sein. Das ist uns da leider durchgerutscht. Aber in der ersten Runde, ich das vorstellen, ich habe hier so einen Event-Monitor, auf dem mir das angezeigt wird, was alles da passiert. Und da geht das so schnell, zack, 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 zack. Da ist innerhalb von 10 Sekunden diese Meldung, oder von 10, von 5 Sekunden ist diese Meldung da aus dem Fenster raus. Also Tim Neuendorf, dann schauen wir mal die Rundenzeiten. Also jetzt momentan kann er nicht deutlich schneller als die Gegner, also zumindest mal nicht so, wie das jetzt bislang da oft der Fall gewesen ist, wie wir das da gesehen haben. Macht jetzt aber Druck zum neuen Dorf. Also der ist jetzt hier ordentlich dran an Mike Neumann. Oh, Achtung, da kommen jetzt schon Überrundete ins Spiel. So, und jetzt muss Neumann erstmals Kampflinie fahren. Das ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, aber er muss auch aufpassen, denn von hinten kommt Jonas Steffens ran. Und wenn jetzt ein Angriff schief läuft, dann kann das ganz schnell passieren, dass er nicht einen Platz gut macht, sondern dass er einen zurückfällt. Da hat er hier keinen geringeren als den amtierenden Meister hinter sich. Von Mike Neumann und damit sind natürlich beide vorbei. Ah, da hat er ihn jetzt auf dem Silbertablett serviert, Mike Neumann. Ein kleiner Ausritt und schon ist es vorbei. Ja, der Fehler, der wurde mal bestraft. Schauen wir mal, was schiefgelaufen ist. Lenkt hier ein, ist wahrscheinlich zu schnell und untersteuert von der Strecke runter. Kein allzu großes Drama, aber in so einer Situation kostet das halt zwei Plätze. So, dann nochmal weiter durch Jürgen Prinz auf der sechsten Position. Deckt sich hier weiterhin richtig gut. Dann haben wir auf der 7 Tobi Schlottbohm, der hier noch nicht so richtig reingefunden hat. So, Kö Stettler hat jetzt wieder einen hinter sich, aber das hat der Rocco Rost sich ja selber zuzuschreiben, dass er jetzt wieder hinter seinem Lieblingsgegner hängt. Hinter dem Lieblingsgegner des halben Feldes ungefähr, nach Assen. Ja, und für Städter, was der im Trockenen kann, das wird er auch im Regen zeigen. So, hin und wieder ist da jetzt mal ein bisschen Licht aufgespritzt, da war aber für Städter jetzt nicht auf der vorausberechneten Ideallinie. OER Faktor 2, ja, da rühmt man sich ja für jedes einzelne Fahrzeug berechnet, wenn es darum geht, wie die Strecke abtrocknet. Zehnte Position, Marc Brockmeier. Seinen wilden Dreher vorhin. Jetzt hier aber relativ entspannt. Da vorne sieht er den Zweikampf vor sich und hinter ihm kommt erstmal über 10 Sekunden lang nichts. Aber ja gut, knapp 10 Sekunden. Dominik Fingerhut hat einen Rückstand von etwa 9 Sekunden im Moment.
Dann Edgar Steffens. Hier wird es dann jetzt wieder etwas enger. So, Peter Neuendorf. Schön zu erkennen, die fahren für ein Team, haben allerdings ihre Fahrzeuge recht unterschiedlich lackiert, damit man sie schön voneinander unterscheiden kann. Adi Stettler auf der 14. Position. Bonaventura. Und wir haben einen Platztausch da vorne. Tim Neuendorf ist vorbei an Marco Saupe. Dann muss Saupe off-track gewesen sein. Nein, war er nicht, wie es aussieht. Das war wohl ein reguläres Überholmanöver. Oh, und dann hat der Neuendorf innerhalb von einer Runde gemeinsam mit Jonas Steffens die Lücke zu Saupe zugefahren. Ah ja, gut, da war schon ein kleiner Fehler von Saupe. Der gerät jetzt auch ganz schön unter Druck von Meister Jonas Steffens. Nach wie vor regnet es nicht wirklich richtig. Also ich denke mal, für einen Nullstopp bräuchte es schon etwas mehr Regen. Wir können mal die gefahrenen Rundenzeiten uns ansehen. Ja, die sind relativ schnell im 1,24er bzw. 1,25er Bereich. Das ist eigentlich zu schnell, um das Ganze hier ohne Boxenstopp durchzuziehen. Außer als man versucht, das Ganze so durchzuziehen, wie man hier viel Lift and Coast betreibt. War einmal der Atem gestockt, aber das war ein Überrundeter. Also jetzt macht Saupe plötzlich wieder Druck auf Neuendorf. Also keineswegs so, dass der sich da jetzt absetzen kann. Der hat seinem Auto wohl ein paar Körperteile verpasst, wenn man das hier so liest. Und auch was draufstehen, da sind wir aber nichts. Dann aber mal zu unserem viertplatzierten Mann Jonas Steffens. Wir sehen immer wieder, je nach Kurve sieht das mal anders aus. Tendenziell würde ich aber wirklich einschätzen, dass Neuendorf und Steffens auf einem Niveau sind und Saupe etwas langsamer fährt. So, und dahinter ist Göstettler jetzt ebenso dicht dran an Tobi Schlottbrum. Darf er also mal attackieren, so, und der bringt ja dann Rocco Rost mit, also auch hier bahnt sich etwas an. Schlottbrum seinerseits ist auch gar nicht zu weit weg von Jürgen Prinz, da schauen wir mal, ob wir hier wie das hier aussieht. Ne, da waren aber in den letzten Runden sowohl Prinz als auch die hinter ihm fahrenden Städtler, der hinter ihm fahrende Städtler schneller. Also Stadelmann an der Spitze ist erstmal über alle Berge hier, wie es aussieht. 5 Sekunden, das fährt jetzt keiner mal so schnell zu. Dieses Dreierpaket, das ist ja auch erstmal eher mit sich selbst beschäftigt, als dass es da irgendwie was ausrichten könnte in Richtung des führenden Stadelmann. Steffens hat jetzt Probleme. Oi, fangen den wieder ein. Ah, da hat also das hat jetzt natürlich massiv Zeit gekostet. Und sofort ist die Lücke nach vorne da aufgegangen. Und Schlottbohm ist jetzt vorbeigegangen an Jürgen Prinz. Dann war dieses Minus wohl doch eher, dass er 1,2 Sekunden schneller war, oder? Hat Prinz. Ah, nee, Prinz hat einen Fehler gemacht. Hier raus untersteuert, der langgezogenen Rechtskurve
am hinteren Ende der Strecke. Konnte allerdings danach seinen Platz halten. So, Sauber hat jetzt den Rücken frei. Kann er vielleicht nochmal was gegen Neuendorf ausrichten? Vielleicht der Eindruck doch ein bisschen getäuscht. Vielleicht habe ich den Saupe doch etwas unterschätzt, weil jetzt kann er doch ganz gut das Tempo von Neuendorf mitgehen. Umso ärgerlicher natürlich dann der Fehler, den er vorhin gemacht hat. Raphael Stadelmann wäre übrigens unser fünfter Sieger im fünften Rennen. Aber das ist noch lange nicht durch, denn Neuendorf hat jetzt ein bisschen was gut gemacht. Wir sehen, es sind nur noch 4,5 Sekunden. Also eine halbe Sekunde schneller gewesen, Tim Neuendorf in der letzten Runde. Wir sind auch erst bei Rennhälfte, also da ist noch alles möglich. Prost und Prinz haben ja eine ziemlich heftige Auseinandersetzung gerade gehabt. Da war wohl Rocco Rost mal kurz vorbei. Also laut Timing war er mal vorbei. Sieht mir jetzt aber nicht so aus, als wäre das ein Überholmanöver gewesen. Das war also dann vermutlich durch diese kleine Kollision einfach nur von diesem Tool hier als kurzzeitiger Positionstausch erkannt worden. Und was ist jetzt los? Raphael Stadelmann hat die Spitze verloren. Wo ist Raphael Stadelmann? Oh, da kommt Marco Blech angeflogen. Ei, wo ist Raphael Stadelmann? Das ist ja nicht wahr. Er ist raus. Raus aus dem Rennen. Oder? Nein. Ach, der ist an die Box gekommen. Raphael Stadelmann hat einen Boxenstopp gemacht. Okay. Also, der fährt auf jeden Fall mit Stopp. Wurde mir nur lustigerweise hier jetzt nicht angezeigt, dass der an die Box gekommen wäre. Also Stadelmann hat gestoppt und Neuendorf macht Fehler. Neuendorf neben der Strecke, ganz weit neben der Strecke und auch Markus Saupe ebenfalls. Und jetzt geht der Jonas Steffens an beiden vorbei, während sich eine trockene Linie abzeichnet. Jetzt haben wir es erstmals gesehen und die scheint hier gerade zwei erwischt zu haben. Jai, das gibt's ja gar nicht. So schnell ist man plötzlich an der Spitze. Jonas Steffens will ja selber kaum geglaubt haben. Also jetzt haben wir tatsächlich hier mal gerade eine Linie gesehen, aber jetzt haben sich auf einen Schlag die Lichtverhältnisse wieder geändert und die trockene Linie ist wieder weg. Also doch ein bisschen lustig, was Air Factor 2 hier mit dem Wetter noch abspielt. Also das ist für mich noch nicht Next Gen. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was gemacht werden. Damit jetzt also neue Reihenfolge. Steffens, Neuendorf, Saupe. Und der Raphael Stadelmann, der lacht sich ins Fäustchen, denn jetzt ist er nämlich schon fast wieder dran. So, da kommt er nämlich schon. Also selbst wenn die hier es versuchen, ohne Stopp durchzuziehen, kommt er jetzt mit wesentlich besseren Reifen von hinten. Sofern er sie gewechselt hat. Also das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Also hier sehen wir es jetzt doch wieder. Also das kommt, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Sonneneinstrahlung drauf an. Ja, aus der Kameraposition sieht nämlich die gerade einfach nur ganz normal aus. Und bei anderer Lichteinstrahlung sieht man eine trockene Linie. Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, was hier richtig ist. Oh, da haben wir den nächsten. War ein Überrundeter. Ich dachte schon, jetzt wäre Steffens abgeflogen. Weil das auch ein gelber Megan gewesen ist, aber das war ein Fehlalarm. Steffens vor Saupe und Neuendorf.
Und Mike Neumann hat jetzt einen Fehler gemacht und ist auch direkt an die Box gegangen. Hat dadurch aber noch einen Platz zuvor verloren an Schlottbohm. Ja, auch hier raus untersteuert. Also es ist jetzt zwar, ich glaube, das können wir sagen, weil so eine trockene Linie zeichnet sich ja jetzt nicht umsonst ab. Also ein bisschen trockener scheint es geworden zu sein. Das scheint den Reifen aber nicht wirklich zu schmecken. Wir sehen immer mehr Fahrer, die raus untersteuern. So, jetzt haben wir hier nochmal den Vergleich. Da sieht man diese trockene Linie. Hier allerdings ziehen sie weiter in Spuren. Dann denke ich mal, dass die angebliche trockene Linie eine Fata Morgana ist. Raphael Stadelmann verliert jetzt sogar an Boden. Jetzt hat er 8 Sekunden Rückstand. Der war auch nicht irgendwie off track. So, das Führungspaket haben wir jetzt mal lang genug beobachtet. Wir schauen mal weiter durch. Also hinter Stadelmann kommt dann Tobi Schlottbohm auf der 5. Position und Jürgen Prinz auf 6. Rocco Rost folgt auf Platz 7. Dann sehen wir Marc Brockmeier auf der 8. Position. Stettler auf 9 und die Top 10 werden momentan komplettiert von Edgar Steffens. Dann sehen wir hier schon von einem Rückstand von 45 Sekunden auf die Spitze. Also das ist sehr weit auseinandergezogen. So, hier geht es aber richtig munter zur Sache. Da haben wir dann Dominik Fingerhut, der relativ dicht dran ist. Dabona, der hat gerade seinen Spielkameraden Adi Stettler verloren, der zu einem Boxenstopp reinkommt. Peter Neundorf, jetzt kann ich hier natürlich nicht sagen, wer da schon gestoppt hat. So, Mike Neumann, wie ist der denn reingekommen? Der muss mal was Gröberes jetzt gehabt haben. Leider die starke Anfangsphase dann doch umsonst gewesen, wie es aussieht. Vermutlich hat er sich da irgendwo die Reifen so kaputt gefahren, dass er jetzt irgendwie mal zu einem Reifenwechsel reinkommen musste. Robert Worm. Adi Stettler. So wirklich im Tritt muss jetzt hier das Führungstrio durchlassen, wo es weiterhin keine Veränderungen gibt. Axel Dorner, trotz seiner Durchfahrtsstrafe, hat er sich hier schon ordentlich nach vorne gearbeitet. Und in dem Grosch, der wird gerade überrundet von Edgar Steffens. Na gut. So, Thomas Tempel untersteuert. Fragen aber wieder zurück auf die Strecke denken. War Andi Gratz auf der 20. Position. Marco Blech mit schon 2 Runden Rückstand auf dem 21. Platz. Nur Grunberg kann hier leider seine starke Qualifying-Vorstellung im Rennen nicht bestätigen. Und Ralf Krämer ist momentan der Letzte, der noch fährt. So, mal ein bisschen zu den beiden hier. Auch Teamkollegen sein. Fingerhut jagt Edgar Steffens. Weiter an der Spitze, was passiert, werden wir natürlich sofort dorthin schalten. Momentan allerdings sieht es so aus, als könnte sich Jonas Steffens in seinen Vorsprung dort ausfahren. Edgar Steffens hingegen, der muss wirklich nach hinten gucken, denn der Dominik Fingerhut macht hier ordentlich Druck. Jetzt hat auch er untersteuern und zack ist der Fingerhut durch. So schnell geht's. So, das kann hier wirklich jedem ganz schnell jetzt mal passieren. Dann auch abseits der Kameras. Jetzt hat wohl Raphael Stadelmann gerade einen Fehler gemacht. Achtung, hier geht's um den Sieg. Der ist ja momentan in einem indirekten Duell mit diesem Spitzentrio.
Der wird mir als off-track befindlich angezeigt. Oh ja, das ist ein Fehler, der ordentlich Zeit kostet, aber richtig. Ja, mein lieber Mann, da verliert er aber jetzt mächtig Sekunden im Kampf um den Sieg. Und das könnte jetzt schon ein entscheidendes Manöver gewesen sein. An der Spitze stehen die Zeichen nämlich jetzt auf Entspannung. Neuendorf kann überhaupt nicht mehr mithalten. Hat er sich etwa die Reifen kaputt gefahren? Jürgen Prinz und Tobi Schlottbohm haben sich jetzt in der Wolle. Prinz hat die Lücke wieder geschlossen. War dann hier mal ganz kurz vorbei. Konnte das aber über die Außenbahn nicht durchziehen. Und jetzt ist Jürgen Prinz erstmal an die Box gegangen, hat dieses Duell also beendet. Während jetzt vorne nur plötzlich Marco Saupe wieder an Jonas Steffens dran ist. Also so schnell ändert sich das dann doch wieder. Runde für Runde sieht das Bild ein kleines bisschen anders aus. Keiner kann sich hier momentan einen Vorteil verschaffen. 10 Minuten noch. Erste Frage, schaffen die das ohne Boxenstopp? Zweite Frage, wer hat hier am Ende die Nase vorn? Saupe kommt jetzt rein. Interessanter Vergleich jetzt mit Raphael Stadelmann. So, und der kommt hier schon an. Also trotz des Fehlers. Der Saupe hier aber massiv ein. So, der muss ja jetzt noch die ganze Boxenausfahrt hier mitnehmen. Ja, also die haben natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, die haben ja auch enorm Zeit verloren. Da war ja diese Szene, als Tim Neuendorf und Marco Saupe beide Fehler gemacht haben. Und das war ja nicht die einzige. Jetzt Raphael Stadelmann 8 Sekunden Vorsprung auf Marco Saupe. Also das heißt, wenn die beiden hier reingehen, dann ist Stadelmann immer noch richtig vorn. Da ist jetzt eigentlich die einzige Chance, wie man den noch am Siegen... Oh, das war aber ganz schön abgedrängt, Herr Steffens. Also die einzige Möglichkeit, wie man jetzt Stadelmann noch am Siegen halten könnte, wäre in der Tat durchfahren. Und Steffens kriegt jetzt Druck von Neuendorf, der wohl in seiner Form massiv erstarkt ist. Und Steffens hat ihn da gerade schon so ein bisschen von der Strecke gefahren. Eigentlich jetzt ohne böse Absicht. Denkt man nicht, dass er damit gerechnet hatte. Jetzt muss aber auch eher an die Box. So, Neuendorf fährt erstmal weiter. Also auch Steffens fährt jetzt zurück. Der Kampf zwischen den beiden wird jetzt Marco Saupe in die Karten gespielt haben. Und die machen das, soweit ich das sehen kann, ohne Reifenwechsel. Da wird nur einmal ganz kurz nachgetankt und dann geht's weiter. Also ein ganz normaler Boxenstopp, wie man es bei Trockenheit auch machen würde. Stadelmann ist schon längst vorbei und hier kommt Saupe. Oh, und jetzt Achtung! Saupe ist vorbei. Und auch Schlottbogen geht da vorbei. Jetzt kann ich bei dem allerdings nicht sagen, ob der schon an der Box war. Ich meine nicht. So, oh, jetzt ist er weggerutscht und fast wäre Steffens ihm draufgeknallt. Muss ich erstmal dahinter einsortieren. Jetzt haben wir Tim Neuendorf mit einem Fehler. Tim Neuendorf hat einen Fehler gemacht. Bei dem Versuch jetzt noch was rauszuholen. Mal schauen, war das noch ein kleiner oder war es ein großer? Ich würde mal sagen, mittelschwerer. Mittelschweres raus untersteuern. Das wird ihn aber wahrscheinlich dann hinter Saupe zurückwerfen. Mit Steffens muss man da mal schauen. Der hat gerade enorm viel Zeit verloren hinter Tobi Schlottbohm. Ich gehe mal davon aus, dass Neuendorf jetzt gleich auch noch zum Nachtanken muss. Wird aber noch weiter. Ist jetzt am Schlottbohm wieder vorbei.
Oh, aber richtig vorbei. Dortmund scheint hier mit den Reifen jetzt richtig zu kämpfen. So, der kommt jetzt auch erstmal rein. Aber das wird sein Reifenproblem auch nicht beheben. Außer wenn er die jetzt halt wechselt. Aber dann fällt er hoffnungslos zurück, weil ein Reifenwechsel ist in rund 20 Sekunden. So, Rocco Ross damit jetzt auf Platz 5 nach vorne, aber ich denke mal, der muss auch noch an die Box. Das ist nicht Jonas Steffens, das ist Daniele Bonaventura, der überrundet wird. Wir erkennen an der Startnummer, Dabona hat die 12, Steffens natürlich die 1, als amtierender Meister, den sehen wir da hinten. So, Tim Neuendorf. Fährt er das jetzt durch? Das wäre natürlich ein Coup. Wenn er jetzt so viel Sprit gespart hat, dass er sich den Boxenstopp spart. Plus 1,1 in dieser Runde. Oh, rutscht leicht, hat den Wagen aber. Bademann, na, da ging jetzt gerade keine Zeit rein. Jetzt aufgeschaltet. Marco Sauper. Schauen wir mal, ob die alle so langsam werden. Oh, plus 2,9. Ja, also da sind die Reifen dann schon richtig runter. Ich habe das ja eingangs mal angesprochen. Ja, dann ist das nicht darauf zurückzuführen, dass er jetzt irgendwie Sprit sparen würde, sondern einfach auf die Reifen. Ah, und wenn er das durchzieht. Jetzt gleich mal schauen, wo die Uhr da oben steht. Ja, ich denke mal, das werden noch drei Runden jetzt. Ja, drei Runden. Schafft er das tatsächlich, die durchzuziehen? Wäre das natürlich ein bärenstarker Sieg, wenn er das schafft. Aber ich habe noch so leise Zweifel daran. Weil eigentlich ist es nicht genug Regen. Na, jetzt kommt er rein. Jetzt kommt er doch rein und damit wird der Sieg an Stadelmann gehen. Frage dann natürlich, wo kommt er wieder raus? Ja, wo ist Boxen lassen? Limit für so eine Strecke. So, jetzt steht er. Stadelmann übernimmt damit die Führung und wird jetzt einem ungefährdeten Sieg entgegenfahren. Hier kommt Marco Saupe. So, da hinten ist Neuendorf wieder los. So, und Neuendorf kommt da außen an. Saupe geht vorbei. Saupe geht auf die zweite Position. Achtung, Axel Dorner, den muss der Tim Neuendorf umschiffen. Also Stadelmann, Saupe, Neuendorf, Steffens. Das jetzt die Reihenfolge. So, und jetzt taucht doch plötzlich hinter Rocco Rost wieder Marc Brockmeier auf. Dann hat er tatsächlich einfach nur einen frühen Boxenstopp gemacht, wie es aussieht. Ah, nee, Moment. Das Problem war ja Mike Neumann, nicht Marc Brockmeier. Ja, Mike Neumann ist immer noch auf der 12. Position. Was der hatte. Der ist in diesem Rennen abgestürzt wie eine VW-Aktie. So, und jetzt 10 Sekunden Vorsprung. Und, oh, Rocco Rost hat sich gedreht. Ja, da denkst du mal, jetzt ist das Rennen zu Ende, dann passiert hier sowas. Auch er kommt da raus und dann wahrscheinlich mal wieder drauffahren. Ja, einmal durchgedreht und ui, Jonas Steffens lässt grüßen. Holt den Teil nochmal aus, obwohl, na, ich glaube, der Steffens, der hat da hinten den gelben Teil getroffen, so wie die Leitplanke aussieht. Und ui, ja, es sah aber jetzt gefährlicher aus wegen der Perspektive, als das letztlich gewesen ist. Da war Marco Blech noch weit genug weg. Zwei Runden also noch für Raphael Stadelmann. Aber dahinter, da ist die Wurst noch nicht vom Teller gezogen. Tim Neuendorf. Der will hier aber den schweizerischen Doppelsieg verhindern. So, Rocco Rost ist jetzt noch drin.
gedacht, dass uns der noch an der Box gefehlt hat. Damit jetzt Marc Brockmeier 5. und Jürgen Prinz auf 6, Tobi Schlottbohm auf 7. Und Neuendorf drückt gewaltig. Eine junge vierte Runde muss der Marco Saupe den Sturmlauf jetzt noch überstehen. Hier geht es um wichtige Meisterschaftspunkte und Saupe untersteuert von der Strecke. Und das macht jetzt natürlich hier Tim Neuendorf mit links. Mein Gott, stellt sich dieses Untersteuern aber schnell ein. Aber noch immer ist das Ding hier nicht gegessen. Aus dem Windschatten heraus, Marco Saupe. Aber anstellen. Plus 2,3. Diese Reifen sind völlig am Ende hier. Aber da kann man jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Hier wird bis zum letzten geheizt. Neuendorf kann sich ein kleines bisschen absetzen. Weil noch etwas bessere Reifen zu haben als Saupe. So, jetzt kommt er an die Kurve, wo er so oft den Fehler macht. Mehrfach hier raus untersteuert. Das ist diese ganz gefährliche bergab rechts. So, er kommt ein bisschen nach außen, hält den Wagen aber auf der Strecke. Und da würde ich mal sagen, das wird es jetzt wohl gewesen sein. Da gibt es keine Chance mehr für Saupe. Außer die nächste Kurve, da haben wir auch nochmal öfters dieses Untersteuern gesehen. Das ist die Kurve, in der Saupe vorhin den zweiten Platz verloren hat, aber Neuendorf kommt ohne Probleme durch, damit ist das Podium bezogen. Raphael Stadelmann siegt hier in Lauf 1 und das in dominanter Manier. Gratulation an die Schweiz, er ist der 5. Sieger im 5. Rennen des Renault Mégane Cup. Tim Neuendorf erkämpft sich die zweite Position. Marco Saupe wird Dritter. So, Jonas Steffens auf Rang 4. Seit dem Boxenstopp konnte er nicht mehr wirklich eingreifen. Marc Brockmeier. Oh, was haben wir hier? Ah, der kommt jetzt erst an die Box. Der war noch gar nicht drin, aber der würde die Auslaufrunde jetzt nicht schaffen und muss deshalb nachtanken. Genau deshalb wurde das eingeführt, dass man die zu Ende fahren muss. So, deshalb wird jetzt Jürgen Prinz 5. und Tobi Schlottbohm kommt auch rein. Schafft es aber nicht, Brockmeier da noch zu kriegen. Ja, Brockmeier geht jetzt drüber. Ah, da haben wohl einige drauf gehofft, dass ihr Boxenplatz hinter der Ziellinie ist. Ja, ganz clevere Bürschchen. In dem Fall war das aber nicht so. Brockmeier also 6. Dürr Stettler wird jetzt 7. Rocco Rost 8. Und Dominik Fingerhut kommt auf die 9. Position. Mike Neumann 10. Was ist da bei Tobi Schlottbohm? Der kommt ja überhaupt nicht mehr los. Edgar Steffens zieht vorbei. Und Tobi Schlottbohm versauert auf dem Boxenplatz. Jetzt hat er wahrscheinlich Reparieren eingestellt oder so ein Mist. Ach, was ein Desaster. Das endet auf dem 12. Platz für ihn. Meine Güte. Was für ein kurioses Finish hier. Davona kommt auf die 13. Position, dürfte der letzte sein, der abgewunken wird. Peter Neuendorf 14, Adi Stettler 15, dann Robert Worm, Axel Dorner, Marco Blech, Andi Gratz, Thomas Tempel, Henning Groß, Uwe Grunberg und Ralf Krämer. So, und was gibt das jetzt hier, Herr Bonaventura? Naja, entweder war er schon abgewunken oder er hat gerade einen ganz cleveren Weg gefunden, diese Strafe zu umgehen. Dafür, wenn er die Inlet nicht fertig fährt nach dem Rennen. Gut, soll uns jetzt nicht stören. Das war's von Rennen 1. Wir machen jetzt einmal kurz Werbung und kommen gleich zurück mit Warm-up 2 und Rennen 2. We'll be right back.
So, damit sind wir zurück auf der Loc Drumont-Rennstrecke. Den zweiten Lauf, der hier gleich starten wird. Zuvor haben wir aber ein weiteres 10-minütiges Warm-up. Allzu viel gibt es jetzt hier aber nicht einzustellen. Also das Einzige wäre jetzt vielleicht für Stefan Erxi, dass er wieder in seinen Rhythmus zurückfindet, aber momentan ist er gar nicht auf dem Server drauf. Hoffen wir mal, dass Erxi nicht die Motivation verloren hat. Er müsste ja jetzt auch von ganz hinten starten. Das ist natürlich dann ja jetzt so der einzige Nachteil, den dieses Format mit sich bringt, dass man nach der Reihenfolge des ersten Rennens startet. Aber in der VR, da gibt es jetzt nicht so einen Schnickschnack wie Reverse Grid oder so, sondern da macht man das ganz klassisch, hier wird also Racing betrieben und nicht irgendeine Show. Und das würde jetzt also bedeuten, dass Erxi als letzter starten müsste. Wobei ich verstehe das, würde das jetzt nicht so ganz verstehen, dass er dann jetzt bis zum Ende des letzten Rennens da geblieben ist, nur um jetzt in den Warm-up vom Server zu gehen. Also das ist ein bisschen komisch. Er hat noch 6 Minuten und 50 Sekunden, um wieder drauf zu kommen. Also hier ist noch nicht aller Tage Abend. Aber dann sollte er natürlich langsam ein bisschen Gas geben. So, Marco Saupe, einer der wenigen Fahrer. Raphael Stadelmann ist ebenfalls rausgegangen. Lindenberg hier im Bild. Ich mal ein bisschen rein. Jetzt leider nicht so viel von ihm im ersten Rennen gesehen. Er hatte ein sehr gutes Qualifying gezeigt. Beim Rennen ist es dann nicht so wirklich gelaufen. Da sehen wir dieses gefährliche Untersteuern. Ja, das ist eine gefährliche Kurve, die geht etwas mehr als 90 Grad und man ist versucht, ein bisschen zu früh aufs Gas zu steigen in der Ecke. Überwiegend steht das Feld an der Box. Also, es hat sich jetzt mehr so eingebürgert, dass die meisten das Warm-up eigentlich eher als Pause nutzen zwischen den beiden Rennen, ein bisschen runterzukommen. Ein paar wenige fahren, wie Adi Stettler. Versucht vielleicht noch einen Kniff am Setup jetzt, nachdem es bislang nicht so richtig gelaufen ist. Der war ja normalerweise so ein Kandidat für die unteren Top 10 Plätze. Aber hier ist es bislang nicht so richtig gelaufen. Platz 15 in Rennen 1. So, eine Zeit bislang von Marco Sauke, die ist aber nicht aussagekräftig. 1,33,9. Jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen nasser als gerade noch, aber so langsam ist das hier auch nicht. Ja, nochmal, wer jetzt erst einschaltet und. Boah, die Stettler, das hat mal gut ausgesehen. Und sich über die etwas komische Stimme wundert. Mich hat es ein bisschen erwischt auf der Sim Racing Expo. Trotz allem. Dem war das natürlich ein super Event und ich denke mal, dem werden sich auch alle anschließen, die dort gewesen sind. Da sind ja auch einige VRler gewesen, obwohl jetzt leider das Treffen ja nicht stattfinden konnte, das ursprünglich dort geplant gewesen ist. Und entsprechend war auch relativ wenig los. Olli, Adi Stettler. Gerade von der Strecke mal kurz runtergedreht, soll jetzt aber kein Thema sein. Ja, das sind wir extra Treffen dort, also da ist etwas kleiner ausgefallen, zumindest mal was die VR angeht, als das jetzt ursprünglich geplant gewesen ist. Aber es war trotz allem natürlich eine ganz schöne Sache. Da viele getroffen,
Auch wenn es da ein kleines bisschen iRacing-lastig gewesen ist, aber die meisten, die werden da schon ihren Spaß dran gehabt haben. Einige wirklich sehr faszinierende Simulatoren. Vielleicht spektakulärste ist mal diese Pedalerie mit Bremspedalen, wo du wirklich wie im realen Rennwagen fast gegen eine Wand trittst, wo sich das Bremspedal nur wenige Millimeter bewegt. Und also dann wirklich Fahrzeuge simuliert, die keinen Bremskraftverstärker haben. Das ist ja bei den allermeisten Rennwagen der Fall, so auch diesen hier. So, die drei Mann, die fahren, waren relativ unterschiedliche Rundenzeiten, 1,29, also obwohl etwas langsamer jetzt als das vorhin in Rennen 1 der Fall gewesen ist. So, dann schauen wir mal, ob Saupe diese Zeit noch verbessern kann. Nein, kann er nicht, ist in der Box. Oh, die Steckdart testet da auch nochmal gerade die Lieblingsauslaufzone von allen hier aus. So, Peter Neuendorf, der war gerade mal unterwegs, ist aber jetzt scheinbar in die Box zurückgekehrt. Da Steffens wäre noch ein Kandidat, der gerade unterwegs ist. Ich versuche hier mal gerade diese Direktanwahl, allerdings ist das ja, auf, bei zweistelligen Positionen hier nicht ganz so einfach. Schon wieder reingekommen. Also dann bleibt es wohl dabei. Aber jetzt ist sowieso die Zeit abgelaufen. Dann können wir in das zweite Rennen gehen. Startaufstellung nach der Zielankunft aus Rennen 1. Auch hier sehen wir jetzt gleich wieder eine Einführungsrunde und dann 40 Minuten Rennen. Also Marco Sauper 1,29,4. Tobi Schlottbohm ist noch eine Rundenzeit gefahren, die 7 Zehntel langsamer war, aber knapp 8 Zehntel. Also über 1,30. Ja, so, das war jetzt eine ganze Ecke langsamer als Lauf 1. So, und dann warten wir mal darauf, dass es jetzt hier das zweite Rennen geht. Das ist jetzt der Fall. Fahrzeuge stellen sich auf. Das Feldauslauf 1 minus Erxi geht jetzt auf die Reise im zweiten Rennen. Eine Einführungsrunde. Dann stehender Start. So, Feld geht auf die Reise. Startaufstellung Rennen 2. Raphael Stadelmann startet von der Pole Position, neben ihm in Reihe 1 Tim Neuendorf. Zweite Reihe bilden Marco Sauper auf der dritten Position und Jonas Steffens. Dann sehen wir Jürgen Prinz von der fünften Position aus startend, neben ihm Marc Brockmeier. Gürstettler geht von Platz 7 aus ins Rennen. Endlich mal ein Rennabend, wo er in Rennen 2 weiter vorne startet als in Rennen 1. Und neben ihm in Reihe 4 Rocco Rost. Die fünfte Startreihe bilden zwei Teamkollegen, nämlich Dominik Fingerhut auf Platz 9 und, ach nee, ist gar nicht Edgar Steffens, sorry, Mike Neumann auf der 10. Position. Der ist da noch zwischengerutscht zwischen die beiden. Edgar Steffens startet dann
von der 11. Startposition und Tobi Schlottbohm von der 12 nach dieser merkwürdigen Aktion gerade eben an der Box. Siebte Startreihe bilden Daniele Bonaventura und Peter Neuendorf auf der 14. Position. Adi Stettler geht dann von Platz 15 ins Rennen, neben ihm in Reihe 8 Robert Worm. Neunte Startreihe, Axel Dorner, der gleich eine Durchfahrtsstrafe zu absolvieren hat, und Marco Blech. Dann Andi Gratz auf der 19. Startposition und Thomas Tempel auf Platz 20. 21. Startplatz für Henning Grosch und neben ihm startet in Reihe 11 Uwe Grunenberg. Und als letzter in dieses Rennen wird Ralf Krämer gehen, nicht dabei, also wie gesagt Stefan Erxmeier. So, dann wird es Zeit, dass wir uns jetzt aufstellen. Aber hier auch pünktlich Feierabend machen können, wir haben morgen dann nochmal einen Werktag zu absolvieren. Fahrzeuge stellen sich jetzt also in der Startaufstellung wieder auf. Mal gespannt, ob das mit dem Start so lange dauert wie gerade. Da haben wir ja wirklich eine halbe Ewigkeit hier warten müssen, bis die Ampeln geschaltet worden sind. Feld kommt rein und damit ist alles angerichtet für den 6. Einzellauf des Renault Megane Cup von Virtual Racing e.V. auf R-Faktor 2 Basis in Stirling auf der fiktionalen Rennstrecke Loch Brumont. Raphael Stadelmann von der Pole und Tim Neuendorf also neben ihm. Marco Saupe vorhin einen super Start gehabt. Rennen ist freigegeben. Los geht's! Super Start da hinten von Jürgen Prinz, der hat einen richtig guten Getaway gehabt, aber Raphael Stadelmann und Tim Neuendorf Seite an Seite sind beide gleich gut weggekommen. Neuendorf über den langen Weg, kann nicht gegenhalten, sonst hätte er jetzt die Innenbahn gehabt. Stadelmann verteidigt die Pole Position vor Neuendorf, sauber auf der 3, dann Prinz Steffens. Prinz also hat diesen Blitzstart tatsächlich in einen Positionsgewinn ummünzen können, der ist richtig gut losgekommen. So, und es ging erstaunlich diszipliniert ab. Ich habe hier nicht eine einzige Meldung auf dem Radar, dass irgendjemand neben die Strecke gefahren wäre oder sonstiges. So, damit geht es durch die Schikane. Jetzt Grip abschätzen und dann gleich in die gefährliche Untersteuerkurve. Da sind wir jetzt. Hoffen wir mal, dass hier alle durchkommen. Ja, sieht gut aus. Der Grip ist jetzt natürlich gegenüber dem am Ende des ersten Laufs ein absoluter Segen, den die Fahrer jetzt hier haben. Und Jürgen Prinz wirft seinen super Start gerade wieder weg, kommt ein bisschen nach außen und muss Jonas Steffens wieder durchlassen. Kann so gerade eben verhindern, dass Marc Brockmeier noch mit durchgeht. Der ist jetzt aber nochmal innen. Leichte Berührung, weil Prinz wieder reingezogen ist, aber die nächste Kurve spricht für ihn. So, jetzt ist dafür Brockmeier in ein paar Nöten drin, kann allerdings einen Dreher verhindern. Fällt somit den 6. Platz. Erste Runde geht also zu Ende. Stadelmann geht als Führender über die Linie vor Neuendorf und Saupe. Die drei setzen sich schon wieder ab. Jonas Steffens hat da einen kleinen Rückstand, der hing ja gerade noch hinter Jürgen Prinz, bis der seinen Fehler gemacht hat. Damit haben wir also wieder ein Trio, was sich gerade an der Spitze absetzt. Steffens versucht jetzt da verzweifelt den Anschluss möglichst schnell wieder herzustellen. Und Prinz, den hat der Fehler gerade doch schon einige Wagenlängen dann auf Steffens gekostet. Nur das, sondern natürlich dann auch der anschließende Kampf mit Brockmeier. So also richtig rund geht es dann aber erst dahin so rund um Platz 11. So, da haben wir Dominik Fingerhut. Der war gerade nebeneinander mit jemand anders. Also hier ist das Feld noch nicht so ganz einsortiert. Sabona auf der 12. Position und Tobi Schlottbaum nur auf Platz 13 momentan. So, dahinter gibt es einen Angriff von Adi Stettler auf Edgar Steffens. Den konnte dieser aber abblocken.
Dann Axel Dorner auf 16, aber der muss ja wie gesagt leider gleich zur Durchfahrtsstrafe antreten, weil er in beiden Rennen den Assen die Escape-Taste nach Beendigung des Rennens gedrückt hat. Und Schlottbohm neben der Strecke. Kann es aber halten. Jetzt geht Adi Stettler dafür mal durch den Dreck und weiter vorne Bonaventura und Fingerhut im Infight. Und da hat sich gerade Dabona durchgesetzt. Ja, so langsam gehen uns die potenziellen Sieger jetzt aus, dafür, damit wir diese Tendenz hier erhalten können, dass wir in jedem Rennen einen anderen Sieger haben. Wir haben jetzt 5 aus 5, aber die drei haben alle schon ein Rennen gewonnen. Und Jonas Steffens ebenfalls. Der Erste, der das jetzt retten könnte, die Statistik, wäre Jürgen Prinz. Dann Marc Brockmeier ebenfalls, aber das wird verdammt schwierig werden. Die Zeichen stehen also auf Wiederholungstäter. Hier sieht es jetzt alles nicht zu schlimm aus. Also der Himmel auch schon den ganzen Tag. Es sieht nicht so wirklich nach Regen aus, sondern man sieht immer wieder blauen Himmel dazwischen. Also das ist nicht so, dass hier die Welt untergeht. Ui, jetzt geht aber Edgar Steffens, glaube ich, gerade fliegen. Der hat nämlich gerade eine ganze Reihe von Positionen verloren. Ja, der hat sich da vorn gedreht. So geht da ein ganzer Zug an Fahrzeugen vorbei. So, und Stadelmann fängt jetzt an, ein bisschen Distanz zwischen sich und Neuendorf zu bringen. Aber kaum haben wir den Satz vollendet, ist Neuendorf wieder dran. Also es ist schon teilweise ganz verrückt, wie sehr hier sich die Kurven, also wie unterschiedlich stark die Fahrer an verschiedenen Stellen der Strecke sind. Sich hier von Sektor zu Sektor. Wir haben wieder eine gelbe Flagge, die hat diesmal Henning Grosch verursacht und auch Andreas Glatz, die haben sich wohl beide gedreht. Wir waren aber ohnehin schon so weit hinten, dass das jetzt keine großen Einfluss auf die Reihenfolge hier hat. Ja, wo haben wir ein bisschen Feuer drin? Vielleicht hier, Mike Neumann und Rocco Rost. Davor fährt Böhstädtler. Also jetzt haben wir doch wieder den Städtler-Train. Allerdings umfasst der diesmal nur zwei Fahrzeuge und so schnell tauschen sich die Positionen. Rost kommt hier gerade ein Geschenk von Mike Neumann. Also weiter vorne haben wir auch zwei im Infight, Jürgen Prinz und Marc Brockmeier. Das Ganze spielt sich bereits schon rund 6 Sekunden hinter Jonas Steffens ab. Markus Sauper hat jetzt den Anschluss zu Stadelmann und Neuendorf vollends verloren. Jetzt schon über 2 Sekunden Rückstand auf Neuendorf und muss so langsam auf Steffens achten, der sich da langsam ranfährt. Daraus verfolgen weiterhin Marc Brockmeier, momentan Sechstplatzierten.
irgendwas rund um Dominik Fingerhut passiert. Gerade drei Plätze auf einmal verloren. Dann Kampf mit Adi Stettler und dreht sich hier so halb weg und dreht sich dann nochmal. Oh, das zeigt, wie rutschig das hier ist. Das ist echt der Wahnsinn. Hat sich Marco Blech gedreht und verliert eine ganze Reihe an Positionen. Ja, Brockmeier und Prinz, da ist erstmal Waffenstillstand. Überholen ist hier jetzt aber auch nicht ganz so einfach. Wie es aussieht, haben wir jetzt hier schon einige Male gesehen. Also konventionelle Überholmanöver wirklich nur ganz selten. Aber Tim Neuendorf greift jetzt nach den Sternen da vorne. Er macht richtig Druck. Sauper ist um 3 Sekunden distanziert und jetzt sind wir schon mitten im Überrundungsverkehr. Oh, da geht's aber mal schief bei Stadelmann, aber irgendwie rettet er die Situation. Das hätte auch schlimmer ausgehen können. Neuendorf konnte noch nicht mal daraus Profit schlagen. Wir sehen selbst Raphael Stadelmann unterlaufen bei solchen Dingen. Überlegen den Sieger aus auf 1. Der Saupe kann zum jetzigen Zeitpunkt das Tempo nicht mitgehen und muss jetzt aufpassen, denn von hinten kommt Jonas Steffens heran. Kann aber sein, dass das taktisches Fahren ist, dass der seine Reifen jetzt ein bisschen schont. Aber wie gesagt, gut, ihr zwei da vorne, bekämpft euch mal wie ihr wollt. Am Ende wird hier abgerechnet. Wenn man sich ansieht, wie viel blauer Himmel da hinten ist. Das schön sein, dass das hier am Ende noch sehr auf die Reifen drauf ankommt. Wurde mir vorhin gesagt, ich habe das noch so aufgeschnappt, diesen Massenchat, den wir im Teamspeak haben, dem alle Fahrer miteinander verknüpft sind, zumindest mal vor dem Rennen, jetzt will der Rutscher von Steffens, dass es eine Möglichkeit gibt, dass es am Ende von Rennen 2 trocken wird. Wir haben die ersten Boxenstopps, Marco Blech und Peter Neuendorf sind drin. Jetzt lassen wir die erstmal fahren. Mal auf die Rundenzeiten, die gefahren werden. Sie sind wie in Lauf 1. Also das ist schon ganz schön schnell für Regen. So, Peter Neuendorf, DNF. So, da ist also jetzt was Gröberes passiert. Da sehen wir Andrea. Übrigens auch mit Tim auf der Simracing Expo. War's dann. Der steht jetzt schon, ja, ich wollte gerade sagen, der steht seit Ewigkeiten an der Box, jetzt ist er auch draußen. Also da waren es nur noch 21, die hier in den schottischen Lowlands unterwegs sind. Der Druck ist gewaltig, den Tim Neuendorf da aufbaut. Aber wo will er überholen? Stadelmann lässt sich momentan mal nichts zu Schulden kommen.
Alternative Möglichkeit für Neuendorf: möglichst schnell an die Box gehen, dann auf freie Fahrt zu hoffen. Muss man natürlich jetzt wissen, wie weit einen das zurückwirft. Ob er dann freies Fenster erwischt zwischen Jonas Steffens und Marc Brockmeier, ist ein unheimlich großes Fenster. Kann aber sein, dass er da noch ein paar Runden weiterfahren muss. Ein Boxenstopp, es geht hier relativ schnell. Das Boxengassenlimit ist sehr hoch. Natürlich ist immer noch die Möglichkeit, ob man vielleicht irgendwann dann doch noch auf Slicks wechseln muss. Ich weiß, man sollte sich jetzt nicht zu sehr auf die optische Analyse verlassen, aber ich habe in diesem ganzen Rennen noch keinen einzigen Regentropfen gesehen. Da könnten Slicks doch nochmal irgendwann ein Thema werden. Sieht das jetzt hier schon, dass die Fahrzeuge gar keine Spuren mehr ziehen. Gerade jetzt fährt er mal von der Ideallinie runter. Wir hatten das gerade gesehen. Da noch gewisse Spuren vorhanden. Ja, aber da muss man dann mal schauen. Wie ist der Regen jetzt wieder? Also, ja gut, legen wir das wirklich mal auf. Also an manchen Kameras regnet, an manchen. Jürgen Prinz hat ein paar Plätze verloren. Der war nämlich mal vorhin neben der Strecke. Schade. Ich muss schon einen Platz an Marc Brockmeier abgeben und dann hat er hier das Auto verloren und geht mit dem Gegenpendler raus. Kann den aber noch mal relativ schnell abfangen. Jetzt ist die Kamera nicht so gut positioniert hier. Ja. Okay, gut, wir haben jedenfalls gesehen, was da los war. Den haben wir mal wieder live drauf. So, und Rocco Rost hat das Unmögliche möglich gemacht und ist vorbei an Göhstädtler. Göhstädtler wurde überholt. Fast historisches Ereignis. Ja, und das hat er wirklich sauber durchgezogen, der Rocco Rost. Wirklich sehr schönes, vorbildliches Manöver. Der Städter hat da natürlich auch schön mitgespielt. So, die beiden fahren hier in einer eigenen Welt. Marco Sauper hat jetzt schon 7,5 Sekunden Rückstand und das kann jetzt kein Reifenschonen mehr sein. Diese Runde war er mal nur 2 Zehntel langsamer als Tim Neuendorf, aber der Abstand ist da. Relativ gewaltig. So, Marc Brockmeier auf 5. So, Rocco und Rocco Rost kann sich dann auch jetzt von der Stecker absetzen. Dahinter wird es dann etwas enger. Jürgen Prinz und Mike Neumann sind relativ dicht beisammen. Oh, da dreht sich Marco Blech weg. Prinz rutscht jetzt auch raus. Eieiei, die Fahrzeuge sind ja hier überall. Bin nicht da, wo sie sein sollen. Damit ist Mike Neumann jetzt wieder vorbei an Jürgen Prinz. Er ist gerade, als sich Prinz da rausgedreht hatte, ist er auch noch vorbeigegangen, aber der hatte sich Neumann zwischenzeitlich mal wieder geschnappt. Jetzt ist die Reihenfolge wieder umgedreht. Tobi Schlottbohm dahinter auf dem 10. Platz. Kommt hier bei weitem nicht so gut zurecht wie in Assen. So, da Bona, da werden die Abstände dann wieder größer. Adi Stettler auch relativ einsam, aber dann haben wir hier nochmal die beiden wieder, Edgar Steffens und Dominik Fingerhut, die hatten wir in Rennen 1 ja schon so dicht beisammen. So, Neuendorf jetzt plus 1,3, also jetzt vielleicht ein kleiner Zwischenspurt von Raphael Stadelmann zur Rennhälfte. Fragezeichen.
Ja, kein Angriff hier, aber schon mal ordentlich angedeutet. Ja, aber so viel Gischt, die jetzt hier noch aufgewirbelt wird, gibt es jetzt wieder gerade eher mehr Regen. Ja, da hört sie dann urplötzlich auf einen Schlag wieder auf. Also, das ist wirklich komisch. Und hier ist dann wieder optisch kein Regen. Naja, also da hat R Faktor 2 wirklich noch ein bisschen was aufzuholen. Raphael Stadelmann lässt sich hier bislang wirklich nicht nervös machen. Also das ist nervlich hier wirklich eine Meisterleistung von ihm. So, und jetzt ist Schlottboom auch an Prinz vorbei. Jürgen Prinz, der ist hier ungefähr 100 Mal off Track gewesen in der letzten Zeit. Also der scheint zurzeit ein paar Probleme zu haben, die Linie zu halten. Aber jetzt Achtung! Attacke von Neuendorf. Stadelmann wehrt ab. Das war mal der erste Versuch von Neuendorf, da innen reinzukommen. Aber er hat da noch keinen Überlappungseffekt gehabt, sodass Stadelmann das abwehren konnte. Das war aber jetzt mal ein erster Gruß hier in Richtung Stadelmann. Zum ersten Mal sehen wir auch so ein bisschen was wie Ruckeln im Fahrzeug. Also Stadelmann, der kämpft jetzt. Mike Neumann hat 2 Plätze verloren. Da gab es einen Dreher. Oh, der hat einen Treffer von Schlottboom bekommen. Nee, hat sich selber weggedreht. Und gut, es gab eine kleine Berührung mit Schlottboom, aber da war natürlich längst schon alles passiert. Also seine Plätze gekostet. Wie trocken ist diese Linie, die sich da abzeichnet, wirklich? Hier ist sie wieder nicht zu sehen. Jetzt ist wieder Sonnenschein plötzlich. Ganz verrückte Bedingungen hier. So, hier fährt man wieder in die Dunkelheit rein. Und hier steht Jürgen Prinz. So, und da steht er jetzt ganz blöd, um das Auto wieder rumzuschmeißen. So, ja, das hat er noch richtig gut gelöst. Frage ist, jetzt kommt er schnell genug wieder los. Da hinten kommt Adi Stettler angeschossen. Den muss er auch noch passieren lassen. Jetzt schauen wir noch mal, wie das passiert ist. Irgendwie auf eine ähnliche Weise wie gerade Raphael Stadelmann. Nein, nein, eine andere Weise. Nee, das ist mal eine andere Variante. Ist Dreas hier. Oh, links vorbei, rechts vorbei. So, und dann geht's wieder los. Prinz kommt jetzt erst einmal an die Box. Ja, das können einem die Reifen schon krumm nehmen, so an dem Dreher. Jetzt Achtung, Jonas Steffens, der hat jetzt genug vom Heck von Marco Saupe. Greift jetzt hier im Kampf um Platz 3 an. Und Neuendorf geht in Führung, weil Stadelmann an die Box geht. Also Stadelmann an der Box. Ja, mein, warum zeigt der mir hier keine Boxenstopps an? Also nur angezeigt, dass Neuendorf vorbeigegangen ist. So, Stadelmann, kommt er jetzt in freier Fahrt wieder raus, ist die große Frage. Eigentlich nicht unbedingt
zielführende Taktik, wenn man jetzt bedenkt, dass der Spitz ja noch für einige Runden halten würde. Keine Sorge übrigens, was die Boxenauswärtslinie angeht, die wurde freigegeben, weil bei diesen Bedingungen es gefährlicher wäre, die Linie beachten zu müssen, als wenn man da einfach drüber fährt. Also hier schleppt er jetzt eigentlich nur unnötig Kilos mit sich herum. Der ist ja jetzt schon aufgefüllt bis zum Ende. Obwohl es hier natürlich jetzt nur um 5 bis 6 Kilometer für die zwei Runden man hier auffüllen muss. Axel Dorner ist unser nächster Ausfall. Guck mal, dass er wenigstens vor die Durchfahrtsstrafe absolviert hat. Also 20 Fahrzeuge jetzt noch im Rennen. Etwas mehr als eine Viertelstunde noch auf der Uhr. So, Jonas Steffens fällt jetzt wieder ein bisschen zurück. So, und jetzt ist mal die Frage, was kann Tim Neuendorf jetzt gerade für Zeiten fahren? Können leider nicht direkt vergleichen mit dem auf Platz 4 wieder rausgekommenen Raphael Stadelmann, aber wir können jetzt hier mal schauen. Die letzte Runde 1:25:2. Stadelmann geben wir jetzt natürlich keine aussagekräftige Rundenzeit, weil er jetzt aus der Box rausgekommen ist. Aber mit ein paar schnellen Runden könnte sich Neuendorf jetzt hier schon Spitze schnappen. Hier um den ersten Wiederholungstäter im Renault Megane Cup. Fünf verschiedene Siege hatten wir in den ersten 5 Läufen, aber jetzt wird diese Serie reißen. Wer wird es sein? Neuendorf oder Raphael Stadelmann? Oder vielleicht doch noch irgendjemand ganz anders? Weil für letzteres ist dann hier schon ziemlich bei den beiden noch schief laufen müsste. So, er kommt jetzt sofort rein. Also, vertraut darauf, dass diese zwei schnellen Runden es jetzt gebracht haben. So, und jetzt wird auch hier nachgetankt und wir sind gespannt, wo da in Relation zu Stadelmann wieder rauskommen wird. Also fährt wieder los. Saupe und Steffen sind durch. Und hier kommt Raphael Stadelmann, der ist deutlich dahinter. Deutlich dahinter Raphael Stadelmann. Der muss einen Fehler auf dieser Runde gehabt haben. Das kann ich mir ja anders schon gar nicht mehr erklären. Plus 2,3 in dieser Runde auf seine persönliche Bestzeit. Ja, in der Tat. Da war was. Das ist ein Riesenvorsprung, den Neuendorf jetzt hat. Der hat fast 4 Sekunden. Da war wohl auch sein Boxenstopp etwas schneller. Gut, kann natürlich immer noch passieren. Einmal über den Boxenplatz hinausgeschossen oder solche Scherze. Gerade hier in dieser Box bremst man ja aus einem relativ hohen Speedlimit runter. Damit hat jetzt Neuendorf die virtuelle Führung hier übernommen von Stadelmann. Er ist jetzt der effektiv Führende. Hat sogar den Kampf jetzt um die wirkliche Spitze direkt im Blick, aber die müssen beide noch reinkommen. Oh, Saupe! Das war nicht die Ideallinie und das nutzt jetzt Steffens natürlich aus. Haben wir schon plus 1,4, also die Reifen haben jetzt schon deutlich abgebaut. Ja, wir sind auch schon jetzt fast im letzten Rennviertel. Und ja, wir würden ja auch mal ganz gerne ein bisschen was jetzt aus dem Feld zeigen, aber so richtig viel ist da auch nicht los. Außer vielleicht gerade hier Schlottbohm und Brockmeier. Ja, da ist Schlottbohm soeben vorbeigegangen.
Also Tobi Schlottbaum hat jetzt so ein bisschen den Vorwärtsgang drin in diesem Rennen hier. Ist jetzt auf die sechste Position nach vorn gekommen. Ganze nochmal anschauen. Das Ende dieser Geschichte gesehen. Ja, und er ist schlicht und einfach eine ganze Ecke besser aus der letzten Kurve rausgekommen. Dann sah es aber auch so ein bisschen wie vorbeiwinken aus. Glaube, er hätte gerne die Führung zurück. Hat da gerade mal reingeschaut, war auf plus 0,1, aber ist er erstmal wieder hinten dran. Neuendorf, der holt die beiden ein, da kommt er schon. Dann auch Stadelmann holt jetzt noch mal ein bisschen auf, aber wie viel hilft ihm das noch gegen Neuendorf? Immer. Oh, Neuendorf, wo bleibt er? Wo bleibt er? Wo bleibt er? Oh, da hat er gerade mal was verloren, aber er ist noch da. War vor Raphael Stadelmann. Da muss er einen ganz schönen Untersteuermoment gehabt haben. Und Jürgen Prinz ist raus aus dem Rennen. Hier rausgetan. Dann jetzt hier. Ich habe das Geld gedrückt. Okay. Laufe jetzt in. Damit übernimmt jetzt Steffens bleibt vorne. Neuendorf übernimmt die zweite Position. Stadelmann zwar etwas näher rangekommen, aber immer noch nicht in Schlagdistanz. So, und Saupe kommt hier noch vor Rocco Rost wieder raus. Der seinerseits ja noch Ups kommen muss. Oh, wir haben einen Dreher von Dominik Fingerhut. Das wird ihm Plätze kosten. Da ist es hier, diese Kurve. Wieder untersteuern und er dreht sich auf eine ähnliche Art weg, wie wir das vorhin schon mal gesehen haben. Hat aber nur einen Platz jetzt in diesem Fall gekostet. So, Ralf Krämer, der hatte wohl gerade ein schönes Duell hier am Ende des Feldes mit Andi Gratz, aber jetzt werden sie mir hier wieder auf unterschiedlichen Runden angezeigt. Jetzt ist auch Jonas Steffens an der Box, das heißt also Neuendorf übernimmt jetzt wieder vor Stadelmann. So. Und hier kommt der amtierende Meister dann aus der Box raus. Wo ist Marco Saupe? Da kommt er. Wird die erwartete enge Kiste, aber Saupe ist durch. Er hat sich jetzt also den dritten Platz an der Box zurückgeholt. Da ging sein Stopp ein ganz kleines bisschen schneller. Oder er hat jetzt auf der Outlap ordentlich gepusht. Eins von beiden. Vielleicht auch beides zusammen. So, es ist mal wieder finster geworden. Verhältnisse wechseln hier alle paar Minuten mal. Schalten mal gerade zurück auf Damona. Der muss jetzt nämlich den eben von Dominik Fingerhut hergeschenkten Platz verteidigen. Ja, geht hier noch. Oh, Dabona macht jetzt auch gerade einen Fehler. Und damit haben wir jetzt hier 1 zu 1, was die beiden angeht. Ja, ist hier noch irgendwo was? Also Rocco Rost, der muss meines Erachtens noch an die Box.
Aber ansonsten scheint das Ding hier soweit durch zu sein. Also ich sehe jetzt nichts, wo jetzt hier noch ein großartiger Kampf bevorsteht. Zumindest mal in den Top 10. Wir können ja jetzt hier nochmal ein bisschen durchschauen. Edgar Steffens auf der 12. Position ist nicht allzu weit weg von Daniele Bonaventura. So, dann ist es ein Abriss zu Adi Stettler auf 13. Zu Grunenberg mit einem wesentlich befriedigenden zweiten Rennen als im ersten. Marco Blech auf der 15. Position. Auch einer, der an diesem, mit dieser Strecke nie so ganz warm geworden ist. Der Strecke und diesen Bedingungen. Robert Worm, 16. Position. So, auf der 17. Thomas Tempel. Wesentlich besser als im ersten Rennen. Wo gerade mal auf Track gewesen ist. Das ist die letzte Meldung, die ich hier habe. Graz auf der 18. Position und als letzter, der noch unterwegs ist, Ralf Krämer auf Platz 19. So, Raphael Stadtmann hat seine Angriffe da vorne wohl eingestellt. Nichts eingestellt ist bei Jonas Steffens. Der will jetzt diesen Platz zurück, den er gerade an der Box verloren hat. Marco Saupe. Allerdings rennt die Zeit jetzt langsam davon. Ja, Rocco Rost ist auch noch dahinter, aber der muss noch an die Box kommen. War auch vorhin der Letzte, der reingekommen ist, der kam erst in der vorletzten Runde. Da sieht man, wie knapp das mit dem Sprit hier ist. Aber es ist einfach zu wenig Nässe, als dass man hier komplett ohne Stopp durchfahren kann. Da hätte es hier deutlich mehr regnen müssen. So, und Steffens hatte jetzt mal gerade eine Ecke drin, wir haben das gesehen. Beim Einlenken, da musste er einmal kurz gegenlenken. Ein recht sehenswerter Auftakt im Renault Megane Cup. Unter anderem natürlich diese beiden Rennen in Assen, die hatten schon richtig was. Hier jetzt in den Regen, da hieß es doch etwas mehr Fahrer gegen Strecke als Fahrer gegen Fahrer. Aber das ist mit Sicherheit auch die jetzt für die Fahrer unangenehmste Strecke der ganzen Saison. So eng wird es da nicht mehr werden. Kommen dann etwas bekanntere Strecken demnächst. Dann natürlich auch vor allem schnellere. Aber zunächst wollen wir das dann hier natürlich mal durchbringen. Der nächste Lauf ist dann Oulton Park. Also wir bleiben dann direkt auf den britischen Inseln hier. Wobei das auch eine relativ enge Strecke, jetzt nicht im Sinne von, dass sie langsam wäre, ist, aber sie ist sehr schmal und also Bauern wird da auch extrem schwer fallen. Aber wird mal eine interessante Erfahrung sein. So, Rocco Rost kommt immer noch nicht an die Box. Zwei Runden muss er jetzt noch, dann würde er hier die kleine Sensation schaffen und ohne Boxenstopp durchfahren. Steffens immer noch bemüht, was gegen Sauper auszurichten, aber also er muss auf einen Fehler warten. Also es gibt hier einfach keine vernünftige Überholstelle. Am ehesten jetzt wirklich noch nach der nächsten Ecke die Gerade und dann diese Anrennzone da unten, aber da muss man dann eigentlich schon hier am Ausgang neben kommen. Er versucht jetzt hier einen Überschuss aufzubauen, aber wo es auf die Gerade geht, ist er wieder weg.
extra ein bisschen zurückfallen lassen. Reicht alles nicht. Jetzt auch wieder später, aber keine Möglichkeit, innen reinzustechen. Stahlmann hat alles nach vorne eingestellt. Jetzt Neuendorf das Ding jetzt hier gewinnen. Damit ist jetzt die letzte Runde hier angesagt. Neuendorf und Stadelmann sind schon drin, die beiden gehen jetzt rein. So, und Rocco Ross kommt jetzt für die letzte Runde an die Box. Ja, wer musste hier federn lassen? Ist da natürlich Stefan Erzi genannt. Das war gerade sein Rennabend und ziemlich erwischt hat es hier auch Tobi Schlockbohm. Das war schon eine ziemliche Überraschung. Jetzt aber hier nochmal zu diesem Kampf, denn jetzt erhöht Steffens doch nochmal auf den letzten Metern hier. Ja, nur wo soll es gehen? Jetzt sind wieder ein paar Meter dazwischen. Hier war Steffens letzte Runde deutlich schneller, hatte da viel mehr Grip, da sehen wir das auch jetzt wieder. Aber er müsste jetzt hier eigentlich schon quasi neben dem Fahrzeug von Sauke sein. So geht das alles wieder nichts. Sauke fährt auch leicht versetzt. Also alles für die Katz da, kein Angriff mehr möglich. Tim Neuendorf holt hier einen überzeugenden Sieg und ist der erste Doppelsieger des Renault Mégane Cups. Jetzt im Sinne von, dass er zwei Rennen in dieser Saison gewinnt. Der erste Wiederholungstäter, Gratulation. Da hat Raphael Stadelmann hier Mürbe gemacht in diesem Rennen und hat genau im richtigen Moment dann zum Boxenstopp drauf gehauen. Und oh, Steffens, komm doch mal besser raus. Und jetzt haben wir hier Seite an Seite geht das da. Aber Sauber rettet sich mit einem Tausendstel Vorsprung hier rüber. Leider kann ich mir die Abstände jetzt hier nicht anzeigen lassen. Aber das war ja nochmal ein ganz herzerfrischendes Ding hier. Fast hätte er es doch noch geschafft, Jonas Steffens. Aber Marco Saupe hält so gerade eben Stand. Marc Brockmeier kommt auf die fünfte Position, ganz knapp vor Rocco Rost. Stettler dann auf der siebten Position. Tobi Schlottbohm kommt auf Rang 8. Hinter ihm Mike Neumann. Er wird dann der Letzte, der hier noch über die Linie geht. Zehnter dann Dominik Fingerhut, elfter Daniele Bonaventura. Auf Platz 12 kommt Edgar Steffens, Adi Stettler auf die 13. Marco Blech 14. Uwe Grunenberg, der hat da glaube ich gerade noch eine kleine Exkursion hier hinter Mike Neumann gemacht. Er kommt auf Platz 15. Robert Wurm 16. Dann Thomas Tempel, Andi Gratz, Ralf Krämer, das sind die Ankommer hier. Ja, und damit machen wir jetzt einmal kurz Werbung und dann kommen wir gleich zurück mit den Interviews.
You were moved. Ja, und damit kommen wir dann zu den Siegerinterviews. Da haben wir dann heute mal nur drei Mann, denn wir haben im zweiten Lauf etwa dieselbe Reihenfolge wie im ersten gehabt. So, und damit gratulieren wir dann. Können wir beiden gratulieren. Tim Neuendorf und Raphael Stadelmann sind jetzt bei uns. Marco Sauper hat es auch geschafft. Ja, einmal Stadelmann gewonnen, einmal Neuendorf gewonnen, Saupe zweimal Dritter. Fangen wir einfach mit Raphael Stadelmann jetzt an. Gratulation, du bist der fünfte Sieger im fünften Lauf. Und hast da heute ein wirklich sehr erfolgreiches Wochenende gehabt, hier zusammen mit Tim Neuendorf die meisten Punkte geholt. Herzlichen Glückwunsch, rundum zufrieden, oder? Ja, auf jeden Fall. Zuerst Dankeschön für die Glückwünsche. Es war bedeutend besser, wieder als ich erwartet hatte. Weil der erste Regentest konnte ich erst mittwochs machen, also gestern. Und ich wusste absolut nicht, wo ich stehe. Und ich habe einfach nur auf Regen gehofft. Und das war dann mein Glück, weil ich hatte noch eine Quali-Strafe vom letzten Rennen. Die konnte ich im Qualifying auch sehr, sehr gut umsetzen mit Platz 2. Obwohl ich nur 3 Runden fahren konnte. Wahrscheinlich auch dank Regen. Und ja, im zweiten Rennen hatte ich gegen Tim keine Chance. Ich habe mir am Anfang habe ich versucht, mich zu verteidigen bis zu meinem Boxenstopp. Und dann wusste ich, der fährt mir weg. Ja. Also von dem her super zufrieden. Hätte nicht besser laufen können. Du bist in beiden Rennen vergleichsweise früh an die Box gekommen. Was war der Hintergedanke dabei? Ja, ich hatte das schon in Assen versucht, vor allem im zweiten Rennen. Und habe dort gesehen, dass ich sehr weit nach vorne kommen kann. Und da ich meine Setups prinzipiell eigentlich nur Rennsetups baue, liegt mein Auto automatisch besser mit mehr Benzin. Und das versuche ich auszunutzen. Okay, also das ist auch eine interessante Herangehensweise. Hattest du noch in Lauf 1 Sorge, dass da vorne vielleicht einer durchfährt? Nee, weil ich wusste genau, dass es bei diesen Bedingungen nicht reichen wird. Wäre es noch ein wenig nasser gewesen, also wären wir circa ein wäre ich durchgefahren. Das einzige Fragezeichen war bei mir vor allem bei Rennen 1, wie verhalten sich die Reifen? Und ja, ich dann am Anfang recht reifenschonend unterwegs sein und konnte das gegen Schluss super ausnutzen. Ja, das hat also da wunderbar funktioniert. Raphael Stadelmann, also Gratulation nochmal zu Platz 1 und 2 und dann natürlich viel Erfolg für die nächsten Rennen. Dankeschön. So, und dann Tim Neuendorf im gleichen Atemzug, Platz 2 und 1 heute. Herzlichen Glückwunsch also auch an dich. Und ich weiß jetzt nicht, ob es die Tabellenführung war, aber du dürftest auf jeden Fall einen richtigen Schritt nach vorne gemacht haben. Du auch zufrieden? Ja, also das Quali war halt super, da habe ich eine Runde hingelegt, da wusste ich auch nicht, wie ich das geschafft habe. Sonst in Rennen 1, da waren leider die ein oder anderen Fehler dabei, aber hinterher dann noch gegenüber Marco und Jonas am besten abgeschnitten. Und Rennen 2 halt durch die Box vor Raffi gewesen. Ja, in Rennen 1 waren noch ein paar kleine Fehler drin, im zweiten Lauf konntest du die vermeiden. War das jetzt ein Gewöhnungseffekt oder waren die Bedingungen in Lauf 2 etwas anders? Das war, glaube ich, ein Gewöhnungseffekt. Wie schlimm war das jetzt mit dem Regen wirklich? Es sah von außen so aus, als wäre das nur ein relativ leichter Regen gewesen. Ja, der war im Training stärker, aber dann nach und nach hat er sich auch abgeschwächt. Also hinterher war es doch ordentlich einfacher. Reifen soweit okay? Jo. Okay, dann also auch Dankeschön an dich und dann natürlich viel Erfolg für die nächsten Rennen. Dankeschön. So, und dann also Marco Saupe, heute zweimal Dritter in beiden Läufen. Ja, rundum Zufriedenpaket oder vielleicht doch ein bisschen frustriert, dass du in Lauf 2 da nicht mithalten konntest? Nö, eigentlich zufrieden. Also im zweiten Lauf hatte ich dann sehr mit Konzentration zu kämpfen. Lange gearbeitet, müde und da hatte ich dann doch mal ein Problem und ich denke mal auch, mit dem Speed kann ich nicht ganz mithalten, da fehlen dann doch 2-3 Zehntel und von daher passt das schon. Dass ich im ersten Lauf kurz vor Schluss noch den Platz verloren hat, ärgert ein bisschen, aber
beim Formel-2-Rennen in Croft war es zwischen Tim und mir genau umgekehrt. Da hat er der letzten Runde mir den Platz noch geschenkt, von daher sind wir jetzt quitt. Okay, also da werden auch alte Rechnungen beglichen. Insgesamt aber in Rennen 1 waren es ja wirklich sehr viele Fehler, die da immer wieder gemacht wurden. Wie war das für dich? Da ging es ja doch ziemlich drunter und drüber. Ja, also das größte Problem war in der einen Runde, da hat er sich in der ersten Kurve einer gedreht und ich glaube, er ist losgefahren, gerade als ich wieder vorbeigefahren bin, hat er mich getroffen und in einen Dreher gezwungen und leicht berührt. Und in der Runde hatte ich dann nochmal einen kleinen Ausrutscher, weil Tim irgendwie auch im Dreck war und da war ein bisschen der Rhythmus raus. Ansonsten ging's eigentlich, man musste nur halt sehr aufpassen, auf der Linie zu bleiben, weil wenn man knapp daneben war, dann gab es gleich ziemliches Untersteuern und dann war schnell mal eine halbe bis eine Sekunde in einer Kurve weg. Ja, das war auch, glaube ich, bei dir in noch zwei das Problem. In einer Kurve da raus untersteuert im Kampf mit Jonas Steffens. Dieses Untersteuern hat sich unglaublich schnell eingestellt, sah es von außen aus. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kam das zustande? Ja, ich denke eigentlich wirklich nur 10 cm neben der Linie und dann, das war's schon. Ich bin eigentlich nicht schneller in der Kurve gefahren. Gut, in Turn 2, wo es dann rechts bergauf ging, da passiert es leicht, wenn man einen Tick zu früh auf dem Gas ist. Da trägt es einen nach außen und dann hat man verloren. In anderen Kurven war es dann eher so vor allem die vorletzte, wenn man da halt einen Tick neben der Linie war, dann hat das schon gereicht und dann konnte man den Wagen eigentlich kaum noch auf der Spur halten. Man musste stark vom Gas, damit man nicht noch ins Gras rutscht. Ja, dann also auch danke an dich für die Aufklärung und dann natürlich auch hier viel Erfolg für die weiteren Läufe. Danke. Ja, und damit also sind wir am Ende angekommen. Man hat vielleicht gehört, Raphael Stadelmann ist ebenfalls erkältet. Immer gut zu wissen, wenn man ein paar Leidensgenossen hat. Das macht natürlich jetzt seine Leistung noch umso stärker an diesem Rennabend. Das also ist es hier gewesen mit der Schlacht um Stirling. Wir bleiben auf den britischen Inseln am 8.10., also in 2 Wochen geht es hier weiter, dann mit Oldham Park. Von Loch Beaumont war es das, Heiko Stritz gesagt, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis dann. You were moved.